Eins, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir reagieren mit Barré und Skandal. Barré, Bruder. Aufs Icon 5 Finale. Ich freue mich übertrieben. Barré, heute passiert etwas. Das wird krank heute. Schlimmes. Ja, wegen euch, Bruder. Wegen euch beiden. Aber warum wegen uns, Bruder? Bruder, weil ihr Jury seid und nur Fußball macht, Bruder. Aber du weißt ganz genau, was du gemacht hast. Aber das werden wir ja gleich sehen, Bruder. Ja, Bruder. Aber dazu äußern wir uns ja später da auch, ne? Wir werden das ja gleich sehen. Ich sag nur so von Anfang an, wie fandet ihr die erste Folge, die ausgestrahlt wurde? Die jetzt, ach was, Challenge? Ja. Oder Kinoreise? Das war ein Kinderspiel. Guck jetzt. Guck einfach nur jetzt. Ja, mit der Folge geht das Finale offiziell los auf jeden Fall. Ich freue mich übertrieben auf die Folge. Geisteskranke Hits sind da drin und ganz viel Drama. Bruder, und jetzt werdet ihr nachvollziehen. Leben voller Drama! Jetzt werdet ihr nachvollziehen können, warum wir am Anfang des Jahres gesagt haben, Icon 5 ist und bleibt das Beste, weil diese ganzen Jungs haben was gezaubert, das wird keiner nachmachen. Ja, Mann, wir haben gar nichts gemacht, Digga. Deswegen lasst nicht viel labern. Mein Name ist Uri Geller. Wir fangen an. Let's go. Wir bedanken uns für den Support aller Zuschauer und alle Kanäle. Wir bitten jedoch zwei. Und der Künstler, der nach vorne tritt, ist Barré. Du hast die Entscheidung getroffen, genauso wie alle anderen auch hier, ein X auf dein Zettel zu schreiben. Barré, guck mal. Der jetzt Moment, als du da vorne standest, wir haben ja dein Gesicht gesehen, du warst nicht so begeistert davon. Was ging in dir, ja, was ist in dir passiert in dem Bruder, Moment? Guck mal, ich schwöre dir, ob du mir glaubst oder nicht, ich stand da in der Reihe schon und kurz bevor Colin das angesagt hat, habe ich zu Bayo oder zu irgendjemandem gesagt, Bruder, guck, mein ich 100% mein ich. Und ich muss noch was übertreffen, ich schwöre auf alles, er hat sogar geschworen. Ich sag, Walla. Bruder, ich sag, Wallah, ich glaub ich. Ich sag, Wallah, ich glaub ich und was so. Was für Wallah du auch. Ich sag auf einmal, Bruder, ich guck, der sagt Barré, ich steck mir Amanako ihm dann. Kann man so einen, Bruder, ich sag doch mal, wenn von mir, egal, wie er sagt. Ich musste den direkt bremsen, diesen Satz. Aber wir sagen anders. Nein, können wir auch nicht sagen, egal. Wenn ich ein Fisch in Dings bin, mehr bin, Bruder, Boot knallt gegen mich, Bruder, auf diese, Bruder. War anders umgeschrieben, weißt du, was ich meine? Oh, mein Schwanz sind Stacheln. Aber, klar, in dem Moment dachtest du dir wahrscheinlich Scheiße. Bruder, ich hast nicht meinen Gesichtsausdruck gesehen, Bruder. Die Leute, die mich kennen, die wussten in diesem Moment. Ich wusste nicht, ob ich in diesem Moment jetzt anfangen soll zu beleidigen. Ja. Bruder, weißt du, was das schlimm ist? Das kann ja jeden treffen. Aber ich dachte mir, Bruder, ich hatte diese hinter mir, ich hab sowieso Flugangst, Bruder. Ich komm dahin, ich mach diese 8 Bars, war auch schon nervös. Und dann macht ihr noch diese Dings, Knaller, Bruder, jeder war am Schlafen da, diese Dings. Jeder war am Chillen, ich war am Lachen, ich schlag in mein Bett, ich dachte mir, warum direkt der erste Tag bei mir diese Filme, Bruder? Man darf ja auch nicht vergessen, der weiß ja erstmal gar nicht, was passiert. Ja, in dem Moment weiß er ja gar nicht, dass der Bett ist. Ja, genau. Er geht ja nach vorne, der dachte, er fliegt raus. Ich schwöre dir sogar auf alles, ich dachte, ich fliege raus. Ne? Ich bin so nach vorne gegangen, ich dachte mir, niemals im Leben lass ich mich jetzt hier rausschmeißen. Ich bin nicht diese ganze Weg hingekommen, um wieder nach Hause zu gehen. Aber ist auch besser für Colin, der hätte die Schläge seines Lebens bekommen. Ja, aber Shit. Bruder, ich muss sagen, wenn du da rausgeflogen wärst, ne, nach Beluga, ich glaube, da wäre der Song richtig, richtig abgegangen. Nein, auf dieser Song, guck aber mal. Aber der geht jetzt schon ab, ne? Ich liebe dich. Der geht aber jetzt schon ab. Ja, Walla, der Song kommt gut an auf jeden Fall. Aber Barré, jetzt im Nachhinein, jetzt wo du hier sitzt, heute, was sagst du? Ist es gut gekommen, wie es gekommen ist? 100%, Bruder, ich konnte dadurch einen Song mehr machen. Ob ich jetzt gewonnen habe oder nicht, das seht ihr ja, Leute. Das ist eine Frage, die würde ich auch, ich weiß gar nicht, ob ich, wusstest du direkt, wen du nimmst? Bruder, das wollte ich gerade auch sagen. Bruder, weißt du, wie schwer das für mich war? Also auf Ernst oder hattest du eigentlich Nein, ich schwöre krass. Auf meine Mutter, das war für mich schwer, Bruder. Das war für mich echt schwer auszusuchen, wen ich da nehmen soll. Weil, Bruder, guck mal, mit den meisten Jungs von euch, ich bin ja privat auch gut mit den Jungs, Mann. Bruder. Ich bin mit sehr vielen, gibt's ein paar Ausnahmen und so, Bruder, aber ich bin mit vielen Leuten von dort sehr, sehr gut. Mit, so, weißt du, ich meine, du weißt das selber, Skandi. Und Bruder, die Leute, mit denen ich sehr gut bin, die wussten so oder so, dass ich diese Person nicht wähle, Bruder. Zum Beispiel ein Azu, Bruder, der stand da so, der wusste ganz genau, der wählt nicht sowieso. Nur dasselbe, Bayo so oder so. Verstehst du, Rasha, Biggie und so. Die Jungs wussten alle, Bruder. So. Und für mich, Bruder, ich wusste trotzdem nicht, was ich jetzt machen soll. Bruder, ich war voll überfordert. Hat man auch mein Gesicht gesehen. Guck mal hier, steck mal Manako hin. Er hat einfach in einem Moment 37 Unterschiede. Ausdrücke in seinem Gesicht. Wallah, guck mal, ich hatte Hass, Trauer, alles in mein Gesicht, Bruder, alles. Bruder, das ist so Film. Ich bin nur gespannt, wie das anfängt. Du hast die Chance, indem du jemand herausforderst, auch sein Kopfgeld zu bekommen. Das heißt, der Gewinner von dem Battle wird morgen 1000 Euro reicher sein. Ey, Wallah, weißt du, ganz kurz, ich schwör auf meine Mutter, wisst ihr, wer der Heftigste da war? Ich weiß, bei diesen ganzen Dings, der Kali. Warum? Ich schwör auf meine Mutter, ich guck den Kali an. Ja, Bruder, den hätte ich auch nicht gewählt. Sag ich ehrlich, Kali ist mein Bruder. Aber ich guck den Kali an, ich guck so um mich herum, so keiner guckt mir in die Augen, jeder guckt weg, Bruder. Zum Beispiel Sekko und so, jeder ist am Weggucken, Bruder, ne?
Ah, guck mal, du siehst hier diese Kamera, guck mal, wer, guck mal, achte, wer guck so... Den, guck mal, der Azu, wie der mich anguckt. Guck mal, ich. Ja, Walla, jeder ist mich am angucken, ein paar Stück so runtergucken. Und ich guck, einen Moment, ich hatte mit Kali so Augenkontakt. Nee, ich guck den an, der guckt mich an, der macht so bei mir. Mach mich nicht. Ich guck mich an, ich mich voller weglachen. Ich denk mir, Walla, Kali. Walla, ich liebe dich, Kali. Guck mal, keiner guckt mir in die Augen, Walla. Sketcher, ja. Walla, Bruder, und das auch. Guck mal, Bruder, ich, das war halt viel, Bruder, also was das bezogen war, Sketcher. Ich mag Sketcher natürlich auch, Bruder. Ist auch ein sehr, für mich war das auch ein sehr großes Risiko. Weißt du, was ich da eingegangen bin, Bruder? Sketcher ist ein Baba-Künstler. Aber so, Bruder, ich hab so 2, 3, 4 Kandidaten gehabt, die ich in meinem Kopf hatte, Bruder, und dann habe ich einfach einen Namen gesagt, Bruder. Das Ding ist, Bruder Herz, ich glaube auch in diesem Zeitraum, ja, nee, also brauchen wir uns nichts vormachen, egal wen du da ausgewählt hast, da sind ja an sich nur noch so Künstler, die gut sind, Bruder. Ja, ja, Bruder, normal, die, Bruder. Und du weißt am Ende des Tages, sorry, Bruder, du weißt am Ende des Tages auch nie, was hat dieser Künstler im Petto? Das ist das Ding, Bruder. Vielleicht hat er einen Baum gechoked oder so. Ja, das, Bruder, das, weißt du? Ach, das stimmt das auch wieder. Passieren so, ja, weißt ja, du? Normal. Bruder, ich habe mal eine andere Frage, du musst sie nicht beantworten, aber wen hättest du noch zur Auswahl statt Sketcher? Musst du nicht beantworten. Will ich nicht sagen, Bruder. Okay. Okay. Weil ist nicht passiert, Bruder, und ja, okay, jetzt okay, das Ganze. Okay, aber jetzt gibt's auf jeden Fall jemanden. Was? Wenn du jetzt überlegst, gibt's sofort jemanden. Ja, gibt's auf jeden Fall. Ich hab einen. Auch nur Liebe an dich, Sketcher, mein Bruder. Ja, also, ey, wow, geile Animation. Ja, wallah, geil. Sketcher, Barré, ihr habt euch beide für dieselbe Sache und denselben Pfad am Ende des Tages entschieden. Und jetzt seid ihr die zwei Künstler, die die ganze Sache ausbaden müssen. 100% garantiert. Einer von euch beiden wird morgen nach Hause fahren. Oder guck mal, ihr habt die ganze Nacht Zeit, um euch jetzt darauf vorzubereiten. Ich wünsche euch beiden viel Glück und viel Erfolg und wir werden morgen sehen, wie die ganze Sache ausgeht. Ja. Und damit ist alles gesagt. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bruder, weißt du, was das Problem ist? Mir tat das auch voll leid, Bruder. Ja, aber weil, glaub ich Bruder, nicht. Ich hätte ja auch, also ich kann ja auch daraus fliegen, weißt du, was ich meine? Aber mir tat das voll leid, dass ich eine Person, Bruder, in diesem Moment... Die gar nichts so damit zu tun hat. Ja, genau, Bruder, so check. Irgendwie... Bruder, aber das Ding ist, ich hätte ja auch nicht sagen können von mir selber, ja, ich gehe jetzt raus, Bruder. Ich küsse dein Herz, ich bin nicht da hingekommen, um keine Ahnung was. Weißt aber was ich meine? Du hast recht, aber so haben viele gedacht am Anfang tatsächlich, aber danach irgendwann haben die Blut geleckt. Und da haben die sogar Spaß daran entwickelt, zu betteln und ja, zu reißen. Ja, normal, Bruder. Das ist das Format halt. Man darf also das wir haben auch jemanden gebraucht in dem Fall, wie Barré, der den ersten Step macht. Naja, sind so. Naja, sind so. Abgesehen davon ist das ganze Business so aufgebaut, Bruder. Entweder er oder du. Fressen oder gefressen so. Werden. Das ist doch mein Bruder. Komm. Keine Ahnung. Ja, boah, das war ein so ekliger Moment, weil wir erst gerade da angekommen sind. Komm mit, wenn wir nicht sagen. Wie ich in die Kamera gucke. Hi, Kali. Hi, Malaga. Hallo. Das war das Ding, Bruder, ganz kurz. Das war das Ding. Jeder konnte, hatte so Freude. Jeder, war jetzt, jeder, der nicht ausgewählt wurde, Bruder, war da am Lachen und so. Ich schwöre auf alles, ich bin da reingegangen, ich dachte mir, Monaco im Bruder. Aber ich schwöre bei Allah, Bruder, ob du mir jetzt glaubst oder nicht, Wallah, mir saß das auch auf der Brust. Also normal, ich wusste, Bruder, ich wusste auch ein paar Leute, Bruder, denen hat das schon normal. Richtig in dieser Herz gekommen. Normal, so auf jeden Bruder. Fall. 100%, Bruder. Wo ist mein Grinder? Warpin. Guck mal, du merkst, guck mal. Nimm mal das Zimmer dabei. Wie viele Leute können dann da rein in das Zimmer? Ja, hat er mein Zimmer geklappt. Immer noch kein Zimmer ab! Leute, Spieglein an der Wand. Wer ist der frischeste Badawi im ganzen Land? Sag, wo warst du? Sag mir jedes Mal, wo warst du? Genau das konnte ich nicht machen. Erster Tag, weißt du, Schweine, jeder hat dich. Das ist das Schärfe, wo du sitzt in dem Zimmer gerade. Du hörst so, wie die da singen und Spaß haben. Und du weißt, wie das in der Villa war. Und du sitzt da voll auf. Kopfschmerzen, Bruder. Morgen, ich denke mir, Bruder. Fliegen. Und weißt du, was das Problem noch ist? Ich dachte mir, okay, tamam, morgen bettel. Ich dachte mir, okay, so gesunde Uhrzeit, Bruder. Ihr sagt mir 9 Uhr morgens, Bruder. Ich denke mir, ey, Bruder, was wollt ihr noch von und mir, nicht aber darf ich was sagen? Und nicht für Show. Walla, nicht für Show. Bruder, ihr habt gesagt 9 Uhr morgens. Ich hasse Sunna, by the way. Bad Icon 5. Kann ich. Danke. Ich spiele einfach da
Klavier haben wir dann gerne. Was machst du? Wir folgen dir noch voll dumm, Mama. Ja, schlimm, die zwei. Die zwei sind beste Freunde. Neun Jungs. Die Berliner, Alter. Da. Oder Walla, ich. Was denn da? Die Jungs im Griff zu kriegen. Jo! Jo, wo ist mein Gwinder? Wappen, wappen! Der Essen im Knast hat besser geschmeckt als hier, ja? Was ist das, Bruder? Nein, die können nicht. War ehrlich, ja, Bruder. Das Essen im Knast war wirklich lecker. Aber was viele machen, ist, ich liebe dich. Aber irgendwann bringt dieses Ich liebe dich gar nicht und du musst weitergehen. Ich bin Shabab. Was? Man nennt mich auch Kfz-Mechaniker des Vertrauens. Ja. Ey, hat keiner Blazy mitgenommen? Boah, oh, das wäre krass. Weil wir auch voll wie den krassen Fernseher hat. Walla, für mich war sehr schwer, sag ich dir ehrlich, einzuwählen, weil die Jungs, das sind alles stabile Jungs, weißt du, aber ich habe halt Skepta genommen, weil ich menschlich so mit ihm am wenigsten zu tun habe, also. Einfach während deines Interviews Bayo schläft neben dir. Walla. Mit den Jungs bin ich privat auch mit allen sehr gut, weißt du. Und Skepta war so halt so ein Ding, ich habe jetzt mit dem nicht den engsten Rat, obwohl ich ihn sehr krass finde und auch der ein sehr guter Junge ist. War sehr schwer für mich, aber ich muss mich entscheiden, deshalb habe ich Skepta auf jeden Fall. Oder Bayo ist doch ein guter Mensch, wenn du den neben dir hast. Bayo ist so ein Mensch, wenn du den neben dem, wenn du den so neben dir hast und du Fragen und so hast, der ist so ein Mensch. Zum Beispiel immer, wenn irgendwas war in der Villa, Bruder, so Aufschrei oder so, Bayo war immer derjenige, der gesagt hat, Jungs, chill. Ja, Bruder, ja, ja. Chill, ja. Alle diese chill. Ruhige Seele, Bruder, neben dir. Bayo und ich, Bruder, Bayo kam immer zu uns, Jungs, chill. Chill doch mal, Bruder. Am Ende des Tages, egal was passiert, das kommt so. Das alles ist, er wollte auch immer alles klären und besprechen. Ja, er hat es immer geschafft. Walla. Bester Mann, Bayo. El Capitano. Durch dich hab ich Verfolgungsjagd, als wenn mich Interpol sucht. Du sperrst mich ein, das kann nicht sein, sobald ich einfach. Von Anfang an nur 5 Paar Socken, 5 Paar Boxershorts, 5 Paar T-Shirts und Hosen eingepackt, weil ich sowieso wusste, dass ich nicht allzu lange hierbleiben werde. Nicht nur, weil ich Baro liebe. Das, was er gerade gesagt hat, der ist ja schon komplett mit der falschen Einstellung hingekommen. Aber weißt so du, war der ja von er Anfang sagt, an. Ich wusste von Anfang an, dass ich nicht lange da sein werde und so weiter. Das ist schon komplett die falsche Einstellung. Falsche Einstellung. So. Hat aber recht gehabt. Ja, nicht mal so. Auf jeden Fall. Der Skepta ist ein Monster. Ist krass, Bruder, so krass wie Skepta ist, Bruder, aber... Walla, Skeppy ist wird schwer beim Bruder, Walla, obwohl ich dich auch mag, Bruder. Bruder, ich weiß nicht, Walla, vielleicht ist der jetzt unten gerade seine... Er schreibt bestimmt, ich sag dir alle, du bist... Skeppy, Walla, du bist... Mein Bruder, Walla! Ich bin der krasseste Rapper, den Icon je gesehen hat. Und wahrscheinlich auch der krasseste Rapper, den es jemals bei Icon geben wird. Das steht aus der Frage, wer was anderes sagt, hat keine Ahnung von Hip-Hop. Die Zeiten haben sich geändert. Mittlerweile so musst du reden, halt Bruder. Das ist Sänger, die richtige Einstellung, Walla. Bruder, das ist, glaube ich, auch, das weiß er selber, Bruder. Wenn er zum Beispiel das, was er gerade macht, ne, ja, sagen wir mal, damals angefangen hätte, wo die Leute ja, noch ja, auf sowas, Bruder, der wäre eingeschlagen, die keine Ahnung. Jetzt, Bruder, ist es halt einfach generell schwierig, nicht nur fürs Capture, sondern auch egal für wen, Bruder. Ja. Weil die Leute halt auch viel auf Melodien aktuell unterwegs sind und so, weißt du? Bruder, wir brauchen uns nichts vormachen. Ich stehe hier oder sitze hier und sage, Skepta war der beste Lyriker, den jemals Icon gesehen hat. 100%. Und es ist meiner Meinung nach eine Sache der Unmöglichkeit, den zu übertreffen bei Lyrik. 100%. Also das ist, Bruder, das ist deswegen einfach eigentlich die Aussage, die er gesagt hat. Okay, der sagt halt Rapper, der umschließt alles. Aber ich persönlich gehe von Lyrik und es ist sehr, sehr schwer, nicht nur bei Icon dem das Wasser zu reichen. Wie man das auch nennt, weil singen ist es ja auch nicht. Die benutzen Autotune, ne? Also die suchen... Und man sucht die neue künstliche Intelligenz am Broadway. Walla, krass. Boah. Geil. Walla, cool. Guck mal, ich muss aber kurz Pause machen, weil ich muss was Wichtiges sagen. Ja. Die ganzen Auftritte, die sind ja genau da, wo die Autos sind. Genau. Ne? Ja, ja, und da rechts, ne, durfte ja keiner sein in diesem Gang. Ja. Hier, ja, ja. Und da, ihr wart ja da am Sitzen, ne? Und ja, Barrio und ich, hier, wir waren immer da unten rechts am Stehen und haben alles ausspioniert. Walla, da rechts unten. Immer so. Ach, hier wart ihr! Nein, rechts! Hier? In diesem ja, Gang. Genau. Aber wie habt ihr uns hier oben gehört? Nein, bei mir? Euch wollten, ja, Bruder, nur hören ging es ja. Wir wollten euch ja nicht sehen, aber wir wollten alles hören und so. Walla, Mann, jeden Abend. Aber habt ihr gehört? Ja normal alles. Walla. Wie oft hat McDoom geschrien? Rein! Rein, Walla, Villa. Hey, was haben wir denn da besprochen? Nein, ich meine, Auftritte. Wenn andere Auftritte hatten, die mussten die Küste ja rein. Ja.
Aber ich hoffe, dass mehr so Auflagen kommen, weil dann sieht ihr uns immer alle direkt zusammen. Willkommen bei Tag 2. Boah, wie krass das aussieht. Einige von euch haben gestern erster Hand erfahren, wie schnell es gehen kann und wie schnell der Traum für jemanden hier platzen kann. Ihr wurdet gestern hier rüber zu der Voting Booth gebracht und ihr habt euch alle dazu entschieden, eure Macht in diesem Spiel abzugeben und eure Zukunft dem Zufall zu überlassen. War das nicht 9.30 Uhr oder so? Zwei von euch mussten gestern dafür bezahlen. Wallah. Bari und Skepcha, trittet bitte nach vorne. Boah, ey, alle waren so angespannt. Ja, ja. Tag. Das war auch das allererste Battle. Auch du hast und das war 9.30 Uhr, Bruder. Auf deinen Votingzettel getan und Skepcha als dein Gegner für den heutigen Tag ausgesucht. Ihr zwei werdet gleich in einem Songbattle gegeneinander antreten. Was ist da in der Luft? Und einer von euch wird heute die Villa verlassen. Seid ihr bereit? Wie war dieser Moment für dich, Barret? Warst du zu dieser Zeit, als du wusstest, okay, es geht jetzt gleich los, warst du nervös? Dachtest du, ich schaff das? Meinst du das ernst? Was ging in dir vor? Ist Barret nicht nervös? Barret ist der nervöseste Mensch, den ich jemals kenne. Aber kurz vorm Auftritt. Ich war nervös, aber Walla Billa, da war ich viel mehr müde, Bruder. Ich war so müde, Walla Billa, ich dachte mir einfach nur, Bruder, komm, mach diese Scheiße konntest jetzt einfach fertig, Bruder. Nein. Na, wie konnte ich gut schlafen, Bruder? Ich hatte richtige Kopfschmerzen, Bruder. Ganze Nacht, ich dachte mir, Anik, Bruder, stell mal vor, ich flieg morgen raus. Ich muss sagen, Bruder, wir wurden auch richtig eklig aufgeweckt, Bruder, Walla. Weißt du noch, an dem ersten Bruder, Tag... Bruder, der McDoom, weißt du, dein Zimmer... Ich schwöre auf meine Mutter, weißt du, der in mein Zimmer reingekommen ist? Hey! Walla, Bruder, ging mir so ich guck dir dann, Bruder, ich schwöre dir sogar auf alles, der Bayo, ne? Ich schwöre auf meine Mutter, der war so kurz davor, was gegen seinen Kopf zu schmeißen, ne? So kurz davor. Ich hab dem auch gesagt, Bruder, chill, kommt, ja, ja, der kommt ins Zimmer rein, sagt, ey, Jungs, aufstehen, der kommt rein. Der dachte kurz, wir wären beim Militär, Bruder. Der sagt einfach, ey! Ich guck dir dann, ich denk mir, Bruder, am Anna, ich bin 26 Jahre bis heute, mein ganzes Leben, ich wurde nicht so aufgeweckt, Bruder. Ja. Nach dieser Ansage, Bruder, ich weiß, du hast denn diese Ansage gemacht. Danach irgendwann kam da nur noch so ein Zimmer. Ey, Jungs, einmal aufstehen, bitte. Bruder, ich bin aufgesprungen. Ich so, was ist dein Problem? Der so, wie? Ich so, Bruder, wie wächst du uns auf? Ich so, ja, nee, bin ich gerade hier angekommen, damit ich mir das anhöre. Und Bruder, der hat das in dieser ganzen Villa gemacht. Bruder, ich bin durchgedreht. Walla, ich wollte gegen den kämpfen. Ich so, ich stehe jetzt auf, ich kämpfe gegen den. Ja, gut, und da hast du wieder realisiert, ne? Da hab ich ihn angesehen, ich so, was für kämpfen, Bruder. Der muss abstechen, da hast du gar keine. Rein, ihr zwei bleibt hier und dann starten wir durch. Guten Morgen, Malaga. Guten Morgen, Jungs. Wie war eure erste Nacht in der Villa? Schrecklich. Angenehm. Schrecklich. Warum schrecklich? Weil wir auf Boden schlafen mussten. Trotz Villa? Das auch noch. Trotz Villa. Knast war sogar besser. Baro. Du weißt, ich schieb jetzt Baré, auf... Baré, Bruder, Baré. Baré, Bruder, Baré. Reichland, Sandro. Du weißt, vor euch beiden steht eigentlich viel auf dem Spiel jetzt. Einer von euch wird's verlassen heute. Wie fühlst du dich? Prima. Hast du den richtigen Gegner ausgesucht? Hast du ein gutes Gefühl? Ja, den richtigen Gegner kann man sich nie aussuchen, aber... Stark. Ist machbar auf jeden Fall. Ich hoffe auch, wenn du oder wenn ihr teilweise auf dem Boden geschlafen habt, konntet ihr trotzdem ausreichend Energie tanken für diesen Auftritt. Ich hoffe, ihr seid konzentriert. Ich wünsche euch beiden ganz viel Erfolg. Gebt Vollgas, denn einer von euch wird es nur überleben heute. Danke, Habu. Bitteschön. Jetzt geht's los. Der Song ist auch krass, Bruder. Motherfucker, ich bin Hustler, Rampara war mein Laster. Deshalb blieb ich lebenslänglich auf der Suche nach der Rache. Lieber Gott, jedes Mal, wenn ich freitags vor dir auf die Knie fall, bereue ich meine Sünden, doch zwei Stunden später fließt der Alk. Ein Leben mit dem Streben nach dem Paradies auf Höllenern. Paradoxer geht es nicht und manchmal, Gott, versteh es nicht. Alles, was ich hatte auf Erden, hab mir lieb wohl gesagt. Ich konnte mir dein Geburtstag nie merken, doch kenn dein Todestag. Die Ironie des Lebens, Bruder, Menschen lernen das schätzen nicht. Ob mir der gleiche Fehler noch mal passiert, schätze nicht. Menschen machen Fehler, das liegt in unserer Existenz.
Existenz. Denk dran, wenn du weinst und dir dein Spiegelbild kein Lächeln schenkst, das darfst du nie verlieren, lass den Kopf nicht hängen und die Krone fallen. Was bringt dir in dein Leben Musiknoten ohne Ton dabei? Was bringt dir in dein Leben die Drogen, außer dich so zum Fallen, dass du nie wieder aufstehen kannst und ganz allein am Boden bleibst? Vertrau mir, was ich sage, kleiner Bruder, lass die Scheiße sein. Auch ich hab ne Geschichte, so wie du, nur meine Reimsicherheit. Versprochen, kämpf dich durch die Dunkelheit ans Tageslicht und du wirst sehen, dass alles wieder Farbe kriegt. Ein Köter von der Straße, denn sie setzen mich aus. Wenn ich am Mic stehe, kann ich räumen, bitte weck mich auf. Ich wollte die Charten auf der Top 1, doch Mucke kam, machte mein Kopf frei. Vom Niederschlag geprägt wie Regenwald, ich glaub, das bleibt so für die Ewigkeit. Vom Niederschlag geprägt wie ein Regenwald, längst dran gewöhnt, so ist das Leben halt. Vom Niederschlag geprägt wie ein Regenwald, ich glaub, das bleibt so für die Ewigkeit. Vom Niederschlag geprägt wie ein Regenwald, längst dran gewöhnt, so ist das Leben halt. Nach so'm Dreilauf durchgefroren in der Dezembernacht im Nieselregen. Airpods jagen dir, ey, du hättest durchs Trommelfell, um Beats zu geben. Alles um dich rum schaltet sich aus und du fängst an zu träumen. Für einen Moment gehst du in dich, als wärst du Sandeloids. Guck nichts auf der Welt an, einen zu befreien, für mich wie Nitter schaffen. Vergleichbar mit 21, da wurde ich blitzentlassen. Nichts auf dieser Welt ist unbezahlbarer als Freiheit, People. Trotzdem tauschen Menschen Privilegien ein für ein paar Riesen. Immer auf der Jagd nach dem nächsten Schein der Europaflug. Mit 40 nicht das Magen, ich spüre Kriegen für Notarztruf. Doch Hauptsache der AMG gepackt für Nachbarsneid. Da hilft dir auch nicht mehr die Bonjo-Kette an dein Hals. Verschuldest dich tagtäglich, weil's wichtig ist, was so viele denken. Paradox der Oberflächlichkeit steckt wirklich tiefe Menschen. Kein Plan, ob sich so entwickelt habt oder immer war. Ich glaub, die Hölle kam, bevor es den Himmel gab. Ein Köter von der Straße, denn sie setzten mich aus. Wenn ich am Eck stehe, kann ich träumen. Ich hab immer, wenn der Rap nicht lang, ich hab immer Gänsehaut. Doch Mucke kam, machte meinen Kopf frei. Vom Niederschlag geprägt wie ein Regenwald. Guck mal, jetzt wieder sich öffnet. Ich glaub, das bleibt so für die Ewigkeit. Vom Niederschlag geprägt wie ein Regenwald. Längst dran gewöhnt, so ist das Leben halt. Vom Niederschlag geprägt wie ein Regenwald. Ich muss pausieren, ne Bruder, ja, ne, sogar die Hook ist schon krass, Bruder, was er sagt, Bruder, von Niederschlag geprägt wie der Regenwald, Bruder, das ist ja schon krass, Bruder, ja, ne, so, weißt Bruder, du, Bruder. Und wollte ich mal sagen, weißt du, was das Ding ist, Bruder, viele Leute, das ist ja das, was du auch gesagt hast, Bruder, viele Leute checken das gar nicht, wie, weil seine Lyrik ist so krass, Bruder, zum Beispiel, ich habe manchmal Schwierigkeiten damit, dass du weil, Bruder, sofort, ne? Jede Line von dem ist krass, verstehst du, da ist nicht eine Line, dann check, dann hast du ein paar Sekunden, weil, Bruder, wenn du versuchst, die Line zu checken, kommen schon 3-4 andere Lines, die versuchen musst zu checken, weil die so krass sind, Bruder. Bei ihm hast du auch oftmals den Effekt, nach mehrmaligem Hören verstehst du auch immer mehr raus. Ja, also normal. Das habe ich auch bei Kolle zum Beispiel, auf Kollege. Ich wollte gerade sagen, bei Kollege ist das auch so, manchmal hast du Kreuzworträtsel, musst du erstmal machen. Oder irgendwann denkst du dir so, hä? Aber Bruder, ich wollte auch gerade sagen, Skepta ist auf jeden Fall ein Künstler, Bruder, wirklich persönlich, weil ich gerne hinhöre, Bruder, immer direkt Gänsehaut bekommen. Und ich habe Gänsehaut schon unmittelbar direkt nach der ersten Minute bekommen, wo er gesagt hat, ich kenne zwar nicht deinen Geburtstag, aber deinen Todestag. Ja. Hat mich schon gereicht, Bruder. So, da fing schon an, Bruder, okay, Bruder, der hat mich. Man muss halt sagen, ich gebe euch auf jeden Fall recht, nur halt für Malaga, fürs Icon-Finale, jetzt nicht die richtige Songauswahl. Ja. Weißt du, was ich meine? Vor allem, wenn du weißt, was für ein Gegner da kommt, weißt du, ein Barré, weißt du, dann war das vielleicht jetzt nicht unbedingt die richtige Songauswahl. Das Ding ist halt auch, Bruder, Skepta ist ein Künstler, der Rapper hin und her, Bruder, der ist ein Künstler, der genau das schreibt, was in seinem Herzen ist. Jetzt Bruder, gerade so, weißt so, du, genau. Du hast halt häufig Emotion. Zum Beispiel, genau, du hast häufig das Thema mit seiner Mutter, aber das ist einfach, weil denn das auf seinem Herzen liegt. Ja, wenn er anfängt zu schreiben, Bruder, dann schreibt der, Bruder. Und der schreibt genau das, was, der ist nicht dieser, ich mach das und das mit deinem Vater. Nein, Bruder, der schreibt genau das, was in seinem Herzen ist. Bruder. Aber das feiere ich, Bruder. Wallah, das ich schwöre auf meine Mutter, Bruder. Und ich kann mir auch vorstellen, Bruder, dass dem Musik, ne, richtig viel weiterhilft, Bruder, im Leben. Mir zum Beispiel ist das auch so, Bruder. Ich verpacke sehr viele meine Musik, Bruder, so weißt du? So Selbsttherapie einfach. Einen, Bruder. Ja, ich check. Ich glaub, das bleibt so für die Ewigkeit. Vom Niederschlag geprägt wie ein Regenwald. Aber ganz kurz, um darauf zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, das merkt man aber auch als Zuhörer. Wenn ein Künstler etwas macht, was er jetzt gerade gar nicht fühlt, dann kommt das genauso rüber. Aber wenn du jetzt gerade den Schmerz, den du hast, genau da drauf packst, dann kommt das auch meistens an, dann hat man Gänsehaut oder was auch immer. Ich finde halt nur krass, Bruder, weil er schreibt das ja wirklich aus seinem Herzen, Bruder, und der Skepta führt dann wirklich an sich schon nicht so das einfachste Leben, Bruder, weil der macht ja wirklich nur deepe Songs, Bruder. Ja, ne, Bruder, der hat wirklich eine krasse Vergangenheit, Bruder. 100%, Bruder. Safe. Längst dran gewöhnt, so ist das Leben halt. Der Beat ist auch sehr cool, Alter. Ja. Voila. Sehr stark, nur Liebe an Skepta, mein Bruder. Skepta, vielen Dank für deinen Auftritt. Als nächstes, Barré. Das ist jetzt Lachkick, Bruder. Wie lange der so sein Song war und meiner, der kommt jetzt einfach. Barré, bist du bereit für deinen Auftritt? Ja, Bruder. Auch hier viel Erfolg. Gute Probe. Dankeschön.
Boah, das mit den Palmen kommt so krass. Ja, Wallah. Wenn man von unten filmt, so, ja, das sieht krass aus. Guck mal, diese Aufnahmen sehen krass aus, Wallah. Hübsch der einfach ist, Wallah. Ich liebe dich. Die Dunja hat mich gefangen, so wie Kipper. Aus dem Fenster hörst du Kinder schreien, Nikla Bullis. Das Licht, wovon sie reden, nein, das gab es hier nicht. Wir sind verloren. Ein Leben im Beton, sag, wann kommt die Rettung? Wir sind immer noch in demselben Mist, wollen raus hier, aber das ändert nicht, wo ich herkomm. Da trennst du dich schwer von. Dreck in den Straßen lernten wir lieben, Krieg im Herzen brauchte kein Frieden mehr. Geld, du Kinder drücken Kali am Blau-Blau. Und das Feier ist so hart, das hier. Wintertage, das. Was sagst du? Genau, ab jetzt feiere ich das so hart, Bruder. Ja, ja, so jetzt, ja, Bruder, beste Stelle jetzt. Du kannst machen, was du willst, es endet im Popra. Durch den Dschungel Rico Ronaldo Nazario, Favela Barrio. Der Schmerz, er sitzt so tief, da hilft kein Valium. Zu viel Szenario. Hey! Und jetzt alle! Hayale! Das war's. Das war's. Das war's schon? Danke dir. Habibi. Erstmal, aber ein sehr starker Auftritt, Bruder. Ja, das war Bruder. Ein sehr krasser Auftritt, ja, muss man sagen. Und der Vibe hat gestimmt auf jeden Fall. 100%. Wie ich am Ende schon gesagt habe, ich habe zu wenig bekommen. Deswegen dieses, das war's schon. Mhm. Ich hätte diesen Song, am liebsten hättest du ihn direkt nochmal performen können. Weißt du? Aber für mich einfach, es war eine relativ kurze Länge und ich hatte das Gefühl, es ging viel zu schnell rum. Kennst du das? Du schaust einen Film und er ist dann zu Ende und du denkst dir, voila, schade, dass zu Ende ist. Genau, aber das hatte ich bei dir. Es ging zu schnell rum. Aber deshalb, Bruder, habe ich auf Spotify, der Song kommt genau, ja, das genau, ist das Wichtige. Deshalb habe ich auf Spotify extra, Bruder, einen kleinen kurzen Part gemacht, Bruder, noch drauf. Also der Song kommt mit einem zweiten Part, mit einem kurzen kleinen Part. Und wann kommt der? Ich glaube, wann kommt die Folge raus, die Reaction? Montag. Montag, der kommt direkt nach der Folge, also Sonntag 23.59 Uhr, der kommt Montag. Heute kommt er raus. Also, voilà? Ja, 23.59 Uhr, ja, voilà. Kommt ja, nee, wenn diese Reaction Part raus ist, ist der Song, ist Song schon draußen. Einen. Auf Spotify, hört euch den auf Spotify an, Bruder, dann ist der auch komplett, Bruder, hört euch den einfach an. Aber diesen Punkt hast du verstanden, ne? Der war nicht negativ. Nein, ich küsse. Also ich meinte damit nicht, dass der Song für mich zu kurz war, sondern einfach, dass ich noch gerne mehr bekommen hätte. Ja, so. Das Ding ist auch, weil halt auch Skepta, glaube ich, gerade seinen Song, glaube ich, wie lange ging der? 4 Minuten? Ja, im Vergleich. Weißt, dann, du, weißt du, das ist ja, noch ja, ein größerer Vergleich. Aber Wallah, wie ging's dir, nachdem du fertig warst? Bruder, ich hoffe, meine Mutter, ich war erleichtert. Mhm. Ich dachte mir, egal was jetzt passiert, ich war einfach erleichtert, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt weg von meiner Eier, Bruder. Mhm. Fertig, was jetzt passiert, ist sowieso Nasib, Bruder, ob die mich jetzt weiterlassen oder nicht. Weißt du, aber ich sag dir ehrlich, Bruder, ich war mir eigentlich sicher, dass ich das schaffe. Weißt du warum, Bruder? Weil guck mal, der Song ist, Bruder, den Song, wenn du den im Auto hörst, Bruder, glaub mir, wenn du den alleine im Auto hörst, Bruder, das ist, diesen Film, den ich fahre, ja, Bruder, ich schwöre dir, bring mir Leute, die den gleichen Film fahren in Deutschland, dann sage ich, sag denen, guckt ihr, hört ihr euch den Song einfach im Auto an, alleine, Bruder, auf laut, dann wisst ihr, was ich meine, Bruder. Ich muss sogar sagen, ich höre den sehr oft auf Repeat, Bruder, ich höre den sehr, sehr gerne. Und das Ding ist zum Thema Battle, Bruder, 5 Stunden danach ging es ja direkt weiter, ne, ja, bei dir. Also, du hast ja einen Schnur puren Stress. Boah, der Arme, Alter, der wusste einfach 2 Songs an dem Tag. Kommt der zwei, dann nur 8 Bars davor. Also, der aber Bruder, das der hatte, Tag, Bruder, aber der hatte 3 Auftritte ja, in 2 Tagen. Ja, egal, Bruder. Heute, inshallah, wirst du das ernten, was du gesehen hast. Inshallah, Bruder. Üff! Üff! Ich habe heute gehört. Was sagt ihr? Was ist euer Ersteindruck? Also, ich muss sagen, bei Skepta habe ich ein bisschen Probleme. Der Skepta hatte sogar einen Verhassblatt, ne? Ja, an einer ja, Stelle. Einmal aber das hat man live gar nicht gemerkt, das habe ich hier jetzt gemerkt. Habt ihr da auch irgendwie zugehört? Da unten so? Saß ihr da auch? Ne? Unter uns irgendwo? Bruder, ich sag dir ehrlich, das war, glaube ich, das hätten wir auch machen müssen. Ja, aber ich glaube, ich war in dem Moment so froh, Bruder, dass ich mir einfach dachte, Bruder, ich bin, glaube ich, in die Küche direkt gegangen. Aber trotzdem ist er in dem, was er macht, lyrisch gesehen der Beste hier im Turnier. Ja, safe. Wunderbar. Ja, er ist auf jeden Fall lyrisch der Beste. Ich geb dir da auch recht.
Barré, muss ich sagen, es ist, die Hook hat mich direkt gepackt und hab direkt gecatcht. Es ist direkt im Ohr geblieben. Ich glaube, das Ding kannst du auch besser vermarkten einfach. So, was würdet ihr sagen? Ich denke, wir sind uns mit der Entscheidung kriegsrecht einig, oder? Was sagt ihr? Geil. Junge, wann sind diese Aufnahmen entstanden? Ich schwör, Walla. Schade, aber es ist leider dieses. Okay. Ich bitte dann einmal Barré und Skepcha nach vorne. Erstmal danke für den Auftritt und auch riesen Respekt dafür, auch von uns. Wir haben auf jeden Fall eine Entscheidung getroffen. Ich komme jetzt erstmal zu euch, Skepcha. Ich finde deine Lyrik wie immer sehr stark. Da ist viel Emotion mit drin. Ich fand, an manchen Stellen bist du halt rausgekommen mit Luft. Die Hook war auch nicht so stark performt. Barré, bei dir hat die Atmosphäre gestimmt, alles stimmt. Da waren gute Melodien mit drin. Der Song war zwar kurz, aber trotzdem war da eine gewisse Emotion mit drin. Den richtigen Film, den du immer fährst. Barré, bei dir muss ich auch sagen, deine Hook hat mich wirklich gecatcht. Die Entscheidung ist uns wirklich nicht einfach gefallen. Bei Skepcha muss ich sagen, wird es ein bisschen monoton vom Stil her. Allerdings hattet ihr gestern als Künstler alle die Wahl oder die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Jetzt wieder redet. Ihr habt euch alle als Kollektiv dagegen entschieden. Und somit musstet ihr heute gegeneinander antreten. Das Ganze hier ist ein Turnier. Ihr sollt natürlich auch nicht den Spaß an der ganzen Sache verlieren. Deswegen sind wir ja alle hier. Aber dennoch zählt hier kein Verrat, kein Zusammenhalt, sondern am Ende des Tages zählt nur eure Musik. Ihr habt dein Schnurrbart geredet in diesem Moment. Ne? Und ihr wisst ganz genau, dass wir uns hier im Laufe des Turniers regelmäßig vom Künstler verabschieden werden. Und auch heute werden wir uns von einem von euch beiden verabschieden. Bruder, in diesem Moment, ne? Yeah. Ich dachte mir, Ollen, was redest du so viel? Sag doch einfach jetzt, Bruder. Ich bin da am Dings, Bruder. Sag doch einfach jetzt, Bruder. Weißt was du, was abgeht? Das lustig aber manchmal. Weißt du, was witzig wäre? Manchmal hat er sich ja sogar verplappert. Yeah. Und dann musste der das nochmal machen, ja, von Walla, vorne. Bruder. Stopp, nochmal. Ich stehe da die ganze Zeit, ich denke mir, ey, Bruder, was geht jetzt hier ab? Sag doch, ich bin sowieso schon todesnervös, Bruder. Sag doch einfach, wer weiter ist. Und ich wüsste du machst so, Ben mir. Oh. Hat er so gemacht? Nein, stell dir vor, das hat er so gesagt. Sag schnell, Bruder. Mach mit Auge. Der Gewinner von der heutigen Challenge wird heute Villa verlassen wir? Mit 2000 Euro Kopfgeld aus dieser Challenge gehen von euch beiden. Die Jury hat sich entschieden. Es war keine einfache Entscheidung, aber wir haben eine Entscheidung gefällt. Und wir haben uns entschieden für Barré. Guck mal, wie geil das jetzt kommt. Walla, nur Liebe an dich, Skepcha, mein Bruder. Walla. Alter! Wo ist dieser Parra? Wo ist dieser Parra, Bruder? Ich hab grad nicht applaudiert, Bruder. Ne, sieht man auch. Aber ich hab nur nicht applaudiert, du weißt, wegen Skepcha und so wollte ich nicht applaudieren. Ja, normal, ich küsse dein Herz, Bruder. Nicht, dass normal. Du denkst, Bruder. Ach, so, nein, Walla, Villa, nein. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die nicht applaudieren, Bruder. Wenn die einen so weißt, ja, Bruder, ja, so einer bin ich nicht. Aber wie krass sah das jetzt gerade aus mit diesem Kopfgeld? Ja, das haben die geil gemacht, ne, die Animation. Das Algen ist einfach das krasseste Format. Auf alles. Skepcha, vielen Dank für deine Teilnahme. Es war wirklich eine Bereicherung für dieses ganze Turnier, dass du dabei warst. Du bist hier lyrisch wirklich einer der Besten, muss man sagen, wenn nicht sogar der Beste. Props dafür. Für mich gehörst du auch lyrisch wirklich zu einem der Besten in ganz Deutschland. Du bist wirklich unglaublich talentiert. Und ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. Euch auch, danke. Barré, wir würden dich einmal bitten, dich neben den anderen zu stellen. Und Skepcha, für dich endet die Reise hier. Wir würden dich einmal bitten, deine Koffer zu packen und die Villa zu verlassen. Walla, aber stark von euch, ja. Finde ich sehr schön. Deswegen habe ich auch direkt so in seine Richtung applaudiert, weil ich wusste, Bruder Barré, der bleibt jetzt so oder so erstmal hier. Alle, was soll ich jetzt da? Deswegen, Walla, habe ich den einfach so ein bisschen. Nein, nur Liebe, Bruder, an Skepcha. Walla, der ist auch ein sehr lieber Junge. King. Ja, Walla. Let's get up.
Koffer sind schon gepackt, ich wusste schon vorher, dass ich gehe. Den Koffer habe ich schon, Schuhe muss ich nur noch anziehen. Aber war trotzdem auf jeden Fall cool, hat Spaß gemacht. Was soll ich noch sonst dazu sagen? Ich bin meinen Weg vor Eike gegangen, ich werde meinen Weg auch nach Eike noch gehen. Die Erfahrung, die ich hier gesammelt habe, die war auch wichtig. Niemals in meinem Leben mehr in ein Rap-Format gehen oder so, weil ich einfach eine gewisse Zielgruppe erreiche und diese Gruppe, die ich erreiche, die schaut sich halt so welche Rap-Formate nicht an. Ja, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Der Junge aus der 829. Und ich wünsche viel Erfolg den anderen Teilnehmern. Da sind so viele starke Künstler, also ich will echt nicht in der Haut der Jury stecken. Dankeschön für alles, Icon, ich liebe euch. Nur das Beste für euch. Und vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal wieder, wenn ihr einen Platz frei habt in der Jury. Bester Mann, Walla. Walla, sehr sympathisch. Ey, Bruder, ja. Anik, Bruder, was ist das hier? Eine Folge, Bruder. Das ist richtig wie, Bruder, das könnte auf Netflix kommen. Aber ja, Bruder. Glaubst du mir? Walla, Billa sogar. Könnte das nicht im Kino laufen? Walla, Billa, das könnte auf Netflix und so laufen. Aber glaubst du das nicht? Ich würde dann Kino gehen dafür. Und, Bruder, das ist krass. Walla, Billa, das hat ja nicht mal angefangen. Jetzt fängt es an. Bruder. Ihr müsst euch vorstellen, das alles war jetzt gerade das Intro, ne? Jetzt geht die Folge erst los. Ich will trotzdem sagen, die Anreise hat sich gelohnt. Walla, Skepcha, von mir, also ich will noch einen Applaus geben, Bruder, Walla. Bibi Skepcha, ich schwör auf alles. Damit erstmal herzlichen Glückwunsch an euch 16. Ihr seid die 16, die die erste Nacht überlebt haben. Ich hoffe, dass es für euch nochmal eine Lektion war. Denn die Votes ist die einzige Macht, die ihr hier in diesem Spiel bekommt. Ich appelliere nochmal an euch, gebt diese Macht nicht auf, überlasst nicht eure Zukunft dem Zufall. Ich guck, wie groß der aussieht. Damit kommen wir zur nächsten Challenge für den heutigen Tag. Warum stehst du so, ja? Walla, Bruder, ich war so müde, Digga. Ich Bruder, was hat das mit müde weißt, zu warum tun? Ich so stehe? Ja, warte, genau? Wollte ich gerade sagen. Ich soll schon mal sagen, warum der so steht. Walla. Ja, Bruder, guck mal, immer Arme. Welche Arme auf Skandal. Ach so, Azu. Ich musste irgendwie mich versuchen zu halten. Ich schwöre, der Azu, ne, der hat 9000 Kilo, Bruder, Arme, Bruder. Manchmal, ja, der war dabei, wo wir da am Stehen waren, der hat seinen Arm auf mich drauf getan. Ey, Bruder, ich dachte mir, Bruder, reicht doch. Ja, Walla. Walla, der hat so schwere Arme, Bruder. Oder im Auto, wenn er neben dir sitzt, Bruder, so oder so, der bricht du gehst komplett unter, Bruder. Jetzt stell mal vor, du kriegst einen Punch von dem Bracker, Bruder. Das ist der beste Walla. Werden wir euch jetzt in Teams von jeweils 8 Künstlern aufteilen. Bevor wir das machen können, brauchen wir für jedes Team einen Team-Captain. Also die Jury wird jetzt jeweils ein Team-Captain festlegen. Dieser Team-Captain hat gleich die Aufgabe, sein Team von 8 Künstlern zusammenzustellen. Okay, dann würde ich die Jury jetzt bitten zu verkünden, wer die 2 Team-Captains sind. Der erste Kapitän, für den wir uns entschieden haben, ist Bayor. Capitano, mein Bruder, Mann. Capitano, Walla, Bruder, Walla, Walla, ich liebe dich. Das Gerät, der Habibi. Was die mit der Karte gemacht haben, Digga. Walla, Team Captain, geil. Walla, wie charismatisch der Bayor ist, ne? Geile Animation, ja, Walla. Props an den Cutter, Digga. Walla, krass, Bruder. Bravi, Habibi, Bravi. Ich liebe dich, mein Bruder. Die das Team führen wird, ist Shabab. Shabube! Mein kurdischer Löwe-Lan. Herbiji! Aber ey, Walla, diese Animation mit Karte habe ich an sich noch nie gesehen. Walla, krass. Das ist krass, Bruder. Das sieht sehr, sehr krass aus. Projekt eigentlich stark. Zu krass. Ich schwör auf alles. Zu fortgeschritten. Geisteskrank. Nummer 1. Könnt ihr aber nachvollziehen, warum wir diese 2 genommen haben? Bruder, ich sag dir ehrlich, also was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, ist natürlich bei beiden, aber bei Bayor, Bruder, das ist also, ich schwöre, hättet ihr mich da nach vorne gerufen und hättet gesagt, ich bin Kapitän, ich hätte gesagt, Bruder, tu mich mal nach hinten und für mich Bayor, bitte, Bruder. Guck mal, soll ich oder Bayor ist Kapitän von, Bruder, wenn es einen gibt, der da Kapitän ist, dann ist das Bayor, Bruder. Und das weiß auch jeder Künstler, Bruder. Grund sagen, Bruder, ja. Shabab war zu dem Zeitpunkt der mit den meistgestreamtesten Zahlen von euch allen, ne? Und Bayor gehörte zu denen, der ein bisschen underrateder war. Den hatten die Leute nicht so auf dem Schirm, aber wir wollten den, also wir wollten, dass die Leute den jetzt wahrnehmen. Ja, und er konnte sich damit viel besser präsentieren. 100%. Und das sieht man auch später außerhalb der Kamera und das sieht man auch auf den Songs. Ja, normal, so. Bruder. Bayor's King. Walla. Fängt langsam und an, Bruder, dass der endlich seinen Hack bekommt. Ja, Walla, Song. Und Walla, wie du schon gesagt hast, er ist Kapitän, er ist geboren dafür. Nacheinander in eure Teams zu gehen. Da bin ich gar nicht müde. Am Ende des Tages daran, dass ihr nur als Team gewinnt und verliert. Macht davon eure Entscheidung abhängig. Viel Spaß. Okay, wir machen jetzt Schnick, Schnack, Schnuck. Wer anfängt zu hören? Der hat so laut reingeredet. Schnick, Schnack, Schnuck.
ich will Biggie. Der hat einfach dieses Mikrofon gegessen, ja, der Shabab. Mein Bruder Shabab. Schwere Entscheidung, wa? Ich will Barré. Das war klar, Bruder. Allah war klar, ich liebe dich. Ich nehme mal so. Walla, die zwei Dream Team, ne? Die zwei sind immer miteinander. Ja, Walla, Azu, Shabab, ja, auch Dream Team geworden. Ich will Skandi. Yeah. Ich hab meine Mutter, ich hab da sogar Bayo gesagt, Mensch, Bruder, egal was du machst, nimm Skandal auf jeden Fall. Mensch, nimm auf jeden Fall Skandal, nimm Skandal, Bruder. Ich liebe dich, Walla. Ein Techniker. Ich nehme Sakko. Auch gute Entscheidung. Sakko ist krank, Bruder. Ja. Voila. Bruder, das Ding ist, jeder von denen ist krank. Du kannst ja gar nichts machen, ja, was links ist, Bruder. Ich nehme Caliente. Ja, das war nicht gecheckt. Walla, Kali. Wisch, wisch. Ich nehm Rasha. Walla, Hussach, mein Bruder. Ich nehme Infinite. Walla. Stark. Ich nehm Vito. Klack. Walla. Bensko. Hasuna. Einfach Team Favela wieder. Alle fünf von Team Favela. Ich entscheide mich für Kenan. Mein Bruder Kenan. Hermano! Ich entscheide mich für Akawi. Joa! Ich entscheide mich für Yassin und ich habe mich für Yassin entschieden. Walla. Die Zuschauer, die schon seit Icon 4 dabei sind, die müssten jetzt eigentlich wissen, was jetzt abgeht, ja, was jetzt passiert. Genau. Denn das ist ähnlich aufgebaut wie letztes Jahr. Genau. Ja? Bayo, ja, und Team Shabab, das sind die zwei. Boah, wie krass, Digga. Oh. Walla, krass. Aber Nachbodon, warte mal, Digga, wie krass ist das denn, Bruder? Das ist ja richtig sehr krass. Walla, weißt du, was mich das gerade erinnert? An diese, kennst du diese Spiele? Diese Tekken und so, wo du Charaktere... Ja, das Richtige, diese Schulfight, 8 gegen 8. Aber Bruder, der Cut hat gute Arbeit geleistet. Ja, Ravi ist krank, Bruder. Aber warum sehen wir so wenig aus im Gegensatz zu den anderen? Nächsten Hast du gesehen, Tage guck mal auf diese... Weil wir einfach so behindert stehen, guck mal. Werdet ihr komplett als Team bewertet. Ihr gewinnt als guck mal, Team guck mal, wie wir da stehen. Als Team. Kali, Dayase. Die Gewinner entscheiden dabei, jeweils die Jury. Der Künstler, der nach Hause geht, werdet ihr selber im Voting entscheiden müssen. Das heißt, reißt euch zusammen. Das war immer richtige Fitner von euch, ja, Bruder? Ja, Bruder, diese weißt du warum? Ihr performt zusammen, ihr gewinnt und verliert zusammen. Ja. Und ihr seid vielleicht zusammen auf einem Song, aber du müsstest schau heute, gleich eine rein. Du müsstest ja, heute den schon rauswerfen. Auf alles, haut immer richtig. Arbeitet in eurem Team und gebt euer Bestes. Dann kommen aber, wir jetzt direkt... Aber, sei mal ehrlich, für Show ist krass. Normal, Bruder. Zur nächsten Challenge. In der nächsten Challenge wird jedes Team geil genau drei Songs abliefern müssen. Wie ihr diese drei Songs zusammenstellt, ist komplett euch überlassen. Das heißt, ihr könnt ihr als Solos, als Duos oder als Cyphers machen. Letztes Jahr bei Icon 4 in dieser Runde ist Kriminal entstanden, spontan Krankenwagen. Und Krankenwagen. Diese Hits auf jeden Fall. Und somit ist auch der Hype von Icon 4 angefangen und genau hier ein Jahr später wird es da weitergehen, wo wir aufgehört hatten. Es ist wichtig, dass ihr drei Songs am Ende des Tages habt. Bei der Challenge wird jeweils der erste Song des jeweiligen Teams gegen den ersten von dem anderen Team antreten und der zweite gegen den zweiten und der dritte gegen den dritten. Jedes Team sammelt dabei Punkte, die von der Jury ausgeteilt werden. Das Team mit den meisten Punkten am Ende des Tages ist in Sicherheit und muss nicht zum Voting. Ihr habt jetzt genau 5 Stunden Zeit, um euch... Wusstest du das schon in deinem Kopf, dass wir ein Song zusammen machen? Walla, direkt. Auf diese Challenge vorzubereiten.
Damit ist alles gesagt. Ich wünsche euch jetzt viel Glück und viel Erfolg. Ganz kurze Sache, Bruder, um das kurz zu sagen. Guck mal, Bruder, wir mussten ja unsere Dings da aufteilen, haben angefangen, unsere Gruppen zu machen. Mhm. Und Skandal war da, bevor, also nachdem das passiert ist, ist der, war es live irgendwo, ich glaube auf TikTok oder irgendwo Instagram war es live. Und dann hast du die Leute gefragt, was sollen wir für einen Song machen? Dann haben doch die ganzen Leute geschrieben, Liebessong, Liebessong. Ich mache mit Barre einen Song, was soll das für ein Song sein? Nein, guck mal, das war so, ich bin live gegangen, ne? Und ich habe gesagt, seid mir ehrlich, ne? Mit wem soll ich mal einen Song machen? Mhm. Und dann haben alle in den Kommentaren, großteils, nicht alle, also so die Mehrzahl gesagt, Barre. Habe ich gesagt, okay, bin ich zu Barre gelaufen, ich so, hier ist euer Barre. Ich so, welche Richtung soll der Song sein? Dann haben die gesagt, so, irgendwas Liebessong. Mhm. Ich so, was? Ich? Ich so, was laberst du? Ne? Yeah. Ja, und jetzt lasst euch jetzt mal guckt einfach, Bruder, was wir dann da gemacht haben. Ne. Einmal! Kurdische Bauch, Walla! Leute, motiviert sein, selbstbewusst sein, aber nicht zu selbstsicher. Sonst landet ihr gestern wie Shabab. Wenn dein Song auf jeden Fall gemacht wird, weil Walla, der Song ist Icons-tauglich und aufgrund der Zeit sein Facettenfunding. Walla, Azu hat gerade einen Song gemacht. Guck mal, der Bio sagt etwas sehr Wichtiges. Der Song ist Icon-tauglich. Mhm, wir haben inzwischen sowas wie einen eigenen Begriff dafür, sowas wie ein eigenes Genre. Ja, Icon-Songs. Ja. Voilà. Und die Künstler, die einfach zu Icon kommen, wir haben es euch ganz am Anfang in den ersten Runden gesagt, versucht Icon-Songs zu machen. Am Anfang habt ihr nicht gecheckt, aber umso mehr ihr dann in die Materie gegangen seid, habt ihr auch verstanden, was ihr mit Icon-Songs meinen. Deswegen war das Skandal haben einen gemacht für euch. Voilà, nur für euch sogar. Deswegen war das aber auch gut, dass man Künstler wie Biggie und so dabei hatte, oder? Die dir dann auch zum Beispiel sagen können, ey, Bruder, du musst dann wahrscheinlich eher so auf diese Beat-Richtung gehen, du musst das. Na, einen. Ja, deswegen. Vorbei. Wir lassen die Songs sprechen. Leute, Alter, der Kapitän war. Hey, Jungs. Das Ding ist, Bruder, du erhebst deine Stimme nicht mehr. Das ist das Problem bei dir. Ja, Bruder, weil ich bin letztes Jahr ruhig geworden, Bruder. Wie ehrlich, das hat mies Potenzial. Der Lascher, dein Part ist auch behindert. Du bist unter mir wie Nenner. Der Bein ist geil. Der geht in eine Richtung, in die ähnliche Richtung vom Vibe, der geht auch die Skizze vom Benz. Guck mal, Bruder, daran merkt man, warum ich sage, Bios ist ein Kapitän, Bruder. Mhm. Bruder, wäre ich da, ne, wäre ich Kapitän gewählt, ihr hättet mich gar nicht in dieser Runde da gesehen. Walla, ich hätte gesagt, Bruder, warte mal kurz, ich bin da hinten, da wäre ich in den Pool reingesprungen. Bruder, ich bin da hinten kurz. Abgesehen davon, Bruder, was auch krass war bei Bio, Bruder, der hat auch immer so gehandelt, Bruder, dass der sich erstmal um alle gekümmert hat. Und dann erst um sich. Und dann erst um sich, Bruder. Das heißt, Bruder, richtig, der hat erstmal eingeteilt, Bruder, der kam erstmal auf uns. Der so, und ich den gesagt habe, Bruder, Barry und ich, wir gehen zu denen, was willst du? Bruder, scheiß auf mich, was wollt ihr? Dann haben wir denen alles gesagt, ne, Bruder. Und dann, er war auch immer der Einzige, glaube ich, aus der Gruppe, der nicht vorbereitet war, Bruder. Krass. Ja, ne, im Sinne von, der hat sich erst um alles gekümmert und als der fertig war, hat er um sich, um seinen eigenen Arsch gekümmert. Okay, ich bin jetzt mit dem und dem im Team, ich muss schnell schreiben. Ja, ja, genau. Stattdessen ist er sogar noch zu mir gekommen, zu Barre, zu irgendwie, und hat uns erstmal geholfen mit dem Song, mit dem Text, egal mit was. Und dann hatte der auf einmal für sich nur noch eine halbe Stunde. Wow. Aber bei Allah, das war bei denen immer so. Der hat sich erst um alles gekümmert. Ich bin gefahren im Kochi. Mit der Skizze, dass ihr zwei auf diesen Beat kommt, ob ihr das ändert, ihr könnt das ja ändern, wie ihr wollt. Ihr könnt ja den Song machen, weil ihr passt halt. Das ist ein Beat. So. Und ich würde sagen, weil wir dann zwei melodische... Ich sage das gerade von Herzen, Bruder, Walla. Mir ist egal, dieser Contest oder irgendwas. Also mir ist natürlich der Contest nicht egal. Aber ich mache es nicht ohne Contest und ich bin hier und ich rede so zu euch. Oder keiner ist ober irgendwen oder unter ihm. Auf keinen Fall, Bruder. Walla, das gibt's auf Nacktkontrolle. Ich nehme auch keinen Honig für die Frauen, sondern ich nehme auch Honig für meine Stimme. Ich bin Bad Away, hä? Deswegen war das immer so schnell leer. Ich schwöre auf meine Mutter, Respekt an Bensko, Bruder. Walla, ja. Bruder, ja, es war so warm da. Bruder, er kann noch nicht mal stehen mit einer Krücke, Bruder. Guck mal, Bruder, Adamson nahm Bensko. Walla, du bist ein Mann, mein Bruder. Ich war auf meine Mutter ein richtiger Mann. Aber, Bruder, ich hatte den halt auch nicht so richtig. Ich hatte nie so Kontakt mit dem. In der Villa habe ich angefangen, mit Kontakt aufzubauen und so. Hey, Bruder, weißt du, was für ein reines Herz auf Erden? Lieber Junge, Walla, top. Sehr gut erzogen. Als wir dann Kapitän, als der Bayer Kapitän wurde und wir da saßen, da habe ich ihn so das erste Mal reden gehört. Ich sag, hey, Bruder, der ist ein so stabiler Mann. Der Bayer ist unfassbar. Bensko, nur lieber an dich. Der da rechts, zu dem muss ich gar nichts sagen. Der ist süß. Silvester, ja, Walla, reinstes Herz der Welt. Und der da links voll unsympathisch. Damit ich dich aufmunter, du wirst eine Sache machen, die keiner gemacht hat. Ich
Ecke. Hey Bruder, ich schwöre dir, der Shabab, der hat genau immer diese gleiche. Man kann Shabab, der ist so ein richtiger eigener Charakter. Ja, wie der gerade auch wieder geredet hat, Bruder. Richtig Shabab, Bruder. Das erzählt einfach seinen richtigen Charakter, Bruder. Und bleibt noch drauf, andere Beats? Andere Beats? Nein, schon nur den, Bruder. So diese Richtung meine ich aber. Diese Richtung? Ey, das ist Jury, Bruder. Während alle vorbereitet sind, erstmal Friseur. Und dann schreiben wir einen Namen auf und die Person kommt dann nach vorne und die muss dann einen aussuchen gegen den, die wieder battlen. Die machen 1 gegen 1 und Verlierer für Kau. Aber von dieser Gruppe? Höchstwahrscheinlich machen wir ein Duo, dann einen Dreier-Song und dann nochmal einen Dreier-Song. Das heißt 3-3-2. Wenn das eine Team ist, sind wir raus vom Voting, hat er gesagt. Dann kann der nur noch einen von seinem Team werden. Also, ihr könnt sagen, wir machen ein Du. Kriegsgebiet, Skepta hat schon die Villa verlassen. Dann macht ihr eine Skepta. Das ist doch nicht. Dann kommt ihr so nicht, weil ich jetzt der Baba bin. Aber dann kommt ihr zu mir, dann klären wir nochmal. Du bist der Baba, mein Bruder. Hab ich das sogar, glaube ich, gesagt. Ich hab's einfach so zu Kapitän gemacht. Also, gib mir den Stuhl sofort. Wallah, wie krass die von oben aussieht. Wallah, wie geil das aussieht, ne? Wallah, wer hat diese Auflage über? Mein Gott sogar. Wir begrüßen euch alle ganz herzlich zu eurer ersten offiziellen Challenge hier bei Icon 5. Zunächst würden wir beide Teamkapitäne, Shabab und auch Bayor, nach vorne bitten. Zunächst mal an Shabab die Frage, wie hast du die Teamarbeit empfunden in eurer Gruppe? Auf jeden Fall, wir sind sehr gut klargekommen. Jeder ist wirklich mal zufrieden mit dem, was er gemacht hat. Und ja, Mann. Als nächstes die gleiche Frage an Bayor. Wie hast du die Gruppenarbeit in der Gruppe empfunden oder die Teamarbeit? Ich sag euch ehrlich, wir hatten gar keine Probleme von Anfang an. Wir haben unsere Gruppen auch schnell gefunden, weil wir uns ja auch alle schon sehr gut kennen. Und da wir auch nur sehr talentierte Jungs dabei hatten, war das kein Problem. Okay, welche Künstler möchtet ihr beiden als Teamleader jeweils nach vorne schicken als erstes? Ich schicke Rasha, Sakko und Akawi. Gruppe Rasha, Akawi, Sakko. Ihr seid die erste Gruppe, die heute die Challenge eröffnen wird. Wer hat bei euch die Richtung vorgegeben? Das würde mich mal vorab interessieren. Wir alle. Alle. Eine unerwartete Kombination. Ja. Ich hoffe, es wird eine geile Kombi. Gib Gas und viel Spaß. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt! Boah, Bruder, ich kann mich an den Song erinnern. Akawi. Leute, fangt endlich mal an, den Rasha seinen Film zu checken. Wallah billah. Besser. Ich glaube, ab jetzt verstehen die den ein bisschen. Gib noch ein Liter. Ich weiß, du bist nicht dafür. Noch ein Glas und lass die Zeit vergehen, die wir mal teilen. Auf der Suche nach mir selbst. Bin ich raus, du bist doch nur da. Mir zu schaffen, doch jetzt merke ich es. Trenn mich von dir, will das dich nicht. Aber du siehst gar nicht gut dabei zu. Das jetzt. Das ist krass, ne? Komm nicht doch mal vor. Jetzt kommt die Stimme, Bruder. In der kalten Stadt. Komm nicht noch mal vor. Drückst du für mich ab. Immer wenn du schreibst, was ich dir fehl. Krank, Bruder. Du liegst alleine in deinem Bett. Mit dir versink ich nur noch ein Problem. Bruder, ich muss direkt kurz. Bruder, wir saßen da alle links und wir haben ja gehört, Bruder, als der angefangen hat zu singen, weil am ersten Tag war der ja unfassbar nervös. Ja. Bei der 8 Bars Challenge, ne? Ja. Da war der noch nicht so, aber da kam der wieder raus, Bruder. Wir saßen da, weißt du noch, wie episch, da kam ein richtiger Schall auf uns zu. So, boah, weißt du, wie stolz ich da war, Bruder? Ja, ich war richtig stolz, weil Rasha hat angefangen. Ich war richtig maximal stolz auf Rasha und danach Akawi. Sekko auch, Bruder, die haben abgerissen. Ja, stimmt. Also, sorry, Bruder. Akawi hat eine richtig krasse Energie in der Stimme gehabt, auf jeden Fall. Hast du recht. Fatal, ich dachte aus Knospe wird Blüte, es kam nichts. Bruder, einzigartigste Stimme, Roller. Wer von uns ist frei von Gesetzen? Stammzieherplan, wieder einmal alles gut durchdacht. Habe keine Zeit zu verschwenden. Glaub mir, alles Gute kommt von oben, das ist mein Kompass. Yeah.
Immer mehr der Song in der Luft, ist krass, das ist wunderbar. Ey, der ist behindert. Und seine Stimme ist so. Diese Jungs sind krank, Sekko auch, geisteskrank. Ich muss aber auch sagen, da haben die das aber auch raffiniert gemacht, Bruder. Weil wenn zum Beispiel Akawi wieder jetzt mit seiner mächtigen Stimme reingegangen wäre, wäre Rasha vielleicht wieder so, weißt du, dann wäre der Kontrast nicht so gut gewesen. Weil der Rasha hat ja eine sehr, sehr angenehme Stimme, dieses langsame, chillige. Zum Beispiel bei der 8-Bars-Challenge habe ich auch oft gelesen, Bruder, das hat nicht so richtig gepasst. Weil der Rasha, Bruder, der hat so eine... Abonniert, so, genau, ja. Weißt du so? Und dann, wenn der Biggie da reinbrüllt, Bruder, und ich dann noch mit der... Ich verstehe. Dann fällt der unten. Aber hier, Bruder, scheint der auch, Bruder, weil der Akawi erst langsam reingeht und dann erst seine Stimme auspackt. Das haben die richtig geil gemacht. Die Struktur des Songs einfach gut. Unnormal, Walla. In der kalten Stadt komm ich noch mal vor. Jetzt fängt er an. Drückst du für mich ab. Immer wenn du schreibst, dass ich dir fehle. Oh, Respekt, Alter. Ist alles nicht echt. Du bist allein in deinem Bett. Mit dir versink ich nur noch im Problem. Denn du hast mich fest. Jetzt. Bin ich sonst mein Bett. Jetzt. Walla, geisteskranker Song. Ich bin auch so gefeiert, Walla. Respekt an alle drei. Walla, Binda. Oder das erste Tag, Land von Icon, Bruder. Gebt euch die Songs, ja. Walla, Binda. Boah, der Song ist wirklich geisteskrank. Seid ihr zufrieden mit eurem Auftritt? Ja, mehr als zufrieden. Ich muss auf jeden Fall sagen, die Atmosphäre, die ihr geschaffen habt, dieses Emotionale finde ich sehr gut. Die Thematik, die ihr ausgewählt habt, vor allem auch Rasha, die einzelnen Elemente, die Tutu. Sehr gut ausgenutzt, diese Pausen. Ja, auch eine sehr schöne Hook von Akawi, finde ich. Auf jeden Fall sehr stark. Sekko auch gut eingestiegen. Also für mich war es im Gesamtpaket ein guter Auftritt, den ihr geleistet habt zusammen. Vor allem die einzelnen Passagen, dieses Oh, auch schön. Dankeschön. Boah, an dem Tag war das auch behindert warm. Ne? Das Einzige, was ich auszusetzen habe, ist, während Rasha dran war, haben Akawi und Sekko jetzt nicht so viel Energie dazu gebracht wie ein Rasha. Daran müsst ihr nächstes Mal arbeiten, weil zwischenzeitlich hat Sekko auf sein Handy geguckt. Akawi, du standest einfach daneben. Daran vielleicht ein bisschen arbeiten, damit die Performance an sich als Gruppe besser wird. Das ist das Einzige. Ansonsten musikalisch wart ihr alle top. Wackelpudding, ich muss da gucken, dass ich runterhole. Der ist so süß, Walla Akawi, bester Mann. Möchtest du als nächstes nach vorne schicken? Ich würde vorab nur noch einmal sagen, sehr krasse Leistung von den Jungs gerade. Das war ein Habibi sehr, sehr Bayo, Walla, Bruder, ja. Walla, was für ein Ehrenmann. Walla, Habibi. Gegnerischen Team, Bruder. Einfach Props geben. Respekt, Bruder, Walla. Ich glaube, wir können aber auch gut nachlegen. Und ich würde Infinite, Kali und Kenan aus meinem Team vorschicken. Kommt jetzt. Einfach mit Türkei-Trick oder Infinite. Das ist so geil. Von wem hatte der das? Gekauft. Der hat sich schon selber geholt. Wallah. Kani mit Köln erstmal. Kani, Infinite und Kenan. Eine sehr, sehr unerwartete, aber sehr, sehr interessante Kombination. Ich freue mich, euch gleich zu hören. Infinite, eine Frage an dich. Du hast das türkische Trikot heute. Welche türkische Mannschaft ist denn deine Lieblingsmannschaft? Fenerbahçe. Ja, Wussig. Ja, Wussig. Hat er das gesagt? Ja! Das hat den jetzt so krass unsympathisch gemacht. Sag doch Galla, Bruder! Oder Galla ist die Eins. Ey, Bruder, sind alle hier Galla-Fans? Ja, normal. Ja, normal. Hakim Ziyech, Bruder. Hakim Ziyech ist nicht umsonst bei euch, Bruder. Ja, verdammt. Ich kann sie auch, Bruder, Maschine, aber Ziyech ist Nummer 1. Gehört. Ihr habt's alle gehört. Abbruch. Ich hab dieses Trikot, wenn ich da war. Bruder, guck. Geil geschnitten. Ist der Fenner-Fan der Kali? Ja, ja. Todes. Ja, Walla, der ist auch richtig geil. Oder ich schwöre, ich feiere Kenans Stimme so radikal. Walla Billa. Kali. Okay. Dreckige Tage, ja, lass mich dir erzählen, Bro. Leg es auf die Waage, keine Frage, es wird ehrenlos. Doch mittlerweile halt ich auch mal meine Füße still, weil ich jetzt eine Türe find, dass keine weitere Träne tropft. Ich bleib ein Breaker-Boy und hab die Taschen voll. Ich tu, was ich will und niemals das, was ich hier machen soll. Weil sie mich fassen wollen, jumpe ich vom Balkon und laufe mein Bruder, weißt du, was ich an Kali richtig feier? Tut mir leid, ich hab gerade, ihr wartet mal, ja, Film gut, mal gut. Aber Bruder, weißt du, was Kali für mich Maximum hat? Attitude. Ja, in seinen Rap, in seinen Aussehen, in seiner Aussprache. Ja. Bruder,
100% ja, Attitude. Ja, ja, ja. Das habe ich auch letztes Mal, das habe ich auch zu denen gesagt, Bruder. Kali gehört zu den wenigen Künstlern, Bruder, bei denen, ja, nee, der redet einfach ins Mic, Bruder. Ja, ja. So weißt du, bei Großteils der anderen, Bruder, wir müssen halt richtig so, weißt du. Bei Kali, Bruder, der geht dann ins Mic. Der ist einfach cool, Bruder. Das ist einfach krass. Ja. Walla, Bruder, ich kann mir vorstellen, dass Leute, alles gut so. Ich kann mir vorstellen, dass Leute, den, also so kleinere Leute, den angucken und sagen, boah, der ist richtig cool, so, oder? So, ich möchte auch so sein wie der, Bruder. Ich finde den auch unnormal cool. Aber privat ist der es auch nicht. Ja, Walla, ja. Privat, wenn der Bruder privat nennt. Privat, bester Mann, Walla, nur Liebe. Angela als Läufer beim Marathon. Baby sag, du weißt, dass ich der Täter war. Bin immer unbewehrt, deswegen treffen wir uns in der Nacht. Seine Songs sind einfach todeschillig, Mann. Ja, Walla. Abscheine auf meinem Weg und... Ich höre Stimmen in meinem Kopf. Ja, der dufte Straße verlockt. Mama, verzeih, sag, wann wird es ab? Ich höre Stimmen in meinem Kopf. Ja, der dufte Straße verlockt. Guck mal, und genau, oder das habe ich, so hab ich Kennern gestern noch gesagt. Wir waren ja gestern draußen mit Kennern. Ich habe denen gesagt, genau diese Stelle, Bruder, ne, hat mir gezeigt, was für ein Künstler du bist, Bruder. Bei Allah habe ich dir alles gesagt. Ich nicht gestern, aber an dem Tag. Bruder, guck mal, ne, wie der Luft nimmt. Der macht so. Ja, ja, weil der Bruder weiß, dass er jetzt eine Stelle kommt, Bruder, richtig. Oder? Und Bruder, das ist, Bruder, sowas, das können nur Künstler. Die wissen ganz genau, dass er jetzt einen Stimmeinsatz kommt, wo er richtig Gas geben muss. Und der nimmt Stimme, Bruder, und nutzt das richtig aus, Bruder. Ich bin sogar direkt nach seinem Auftritt dahingegangen und hab gesagt, Bruder, weißt du, wie episch das kam, ja, als ich Luft genommen habe. Walla. Walla, krank. Wie krass das jetzt auch ist. Nein, ist sie! Walla Villa, Kennerland, ich liebe dich, mein Bruder. Walla Villa. Das war im Villa-Finale, Bruder. Walla, der arme Infinite. Nicht so scheiße, einfach Anna. Walla, der arme Infinite, Bruder. Der hat gar nichts gekickt, Bruder. Hey, ich schwöre, lach dich. Der sagt einfach ins Mikrofon: Anna, du bist der beste Patzer, Walla. Also, ich muss sagen. Aber man hat gerade an Kennerns Gesicht gesehen, wie enttäuscht er einfach war. Bruder, der war auch am Ende, Bruder. Ja, der hat so da in der Ecke saß, Bruder, Bari und Bayer. Wir sind da hingegangen, Bruder, Walla, weißt, der war komplett am Ende. Walla, Ich will das jetzt gar nicht so krass ansprechen, aber Walla, Bruder, dem geht's da gar nicht. Ja, Walla, also. Bruder, ganz kurz, der Kenner, der hat ja auch einen gewissen anderen Druck auf sich, Bruder. Ja, ja, bei Icon 4, genau, ich glaube, der ist sogar bei Icon 4 genau hier rausgeflogen. Ja, 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 er ist ja Hype auf dem. Genau, Bruder, und Bruder, der hat ja bei Icon 4 auch gesagt, ich werde Icon 5 kommen und ich werde euch zeigen, was abgeht, so richtig, Bruder. Weißt du, was ich meine? Und dann das, Bruder, der hat einen anderen Druck auf sich. Ja, ich halte echt viel von dir, vor allem in dieser Staffel, habe ich dir sehr auf Props gegeben. Ich muss sagen, der Joke jetzt, sehr schade, hab mich echt enttäuscht, muss ich sagen. Kennern, bei dir ebenfalls. Ich bei dir, muss ich sagen, du hast es sehr geil geflowt, deine Lines waren Baba. Shabab, Bayor, ihr habt jetzt beide eure erste Gruppe antreten lassen und wir als Jury wollen euch das Zwischenergebnis mitteilen. Und der erste Punkt geht an das Team von Shabab. Das war der Song von Akawi, ne? Ja, der Klatsch, Mann! Ja. Hey, Walla, ich bin frisch. Bayor, umso wichtiger ist es jetzt, besser nachzulegen. Und deswegen kannst du jetzt das Team als erstes wählen. Jo. Also ich sag mal so, wir sind hier unter Druck, das ist ja klar. Das kann jedem mal passieren. Die wisst selber, wir wissen alle, wie talentiert diese Künstler sind. Sowas kann einfach passieren. Vielleicht lag das an mangelnder Vorbereitung, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist auch einfach nur die Nervosität. Aber ich glaube, dass wir das jetzt in der zweiten Runde besser machen werden. Hoffentlich. Somit schicke ich dann jetzt... Jetzt wisst ihr, was passiert, ne? Jetzt wisst ihr, was passiert. Ich habe den Leuten gesagt, merkt euch, wenn Bari mit einem Prada-Hemd und Skandal mit einem blauen Larbea kommt, Acho Charmot, dann kriegt ihr den Song, den ihr haben wolltet. Ihr kriegt euren Song. Jetzt Bruder, ist es soweit. Ich freue mich gerade so hart. Bruder, jetzt ist es soweit. Walla, jetzt auf eine richtige Acho Charmot Aufnahme. Ich stell mir vor, Linse dreckig und so. Guck mal, Rascha ruft gerade an. Bari und Skandal, ihr seid die nächste Gruppe und ihr müsst mein für das Bruder, Team Bayor jetzt einen Walla. Punkt nachholen. Also, ich erzähle, so, Dankeschön. Als angefangen hat. Hm? Was in Arena wir hatten. Oder sollen wir das danach erzählen? Sollen wir das jetzt erzählen, Vincent? Ja, erzähl jetzt. Guck mal, Leute, ich erzähle euch jetzt einmal ganz kurz was. Aber bevor ich euch das erzähle, hört mal ganz kurz rein, wie ich Skandal sage und hört mal, wie Bare sagt. Hört mal. Hört mal nur das. Skandal.
Harry. Guck mal, ich erzähle euch jetzt die Geschichte dahinter. Das sind gar nicht unsere richtigen Stimmen. Also bei Barry, das war so eher so lustig. Und bei mir war todesnervös. Guck mal. Eines Tages habe ich gesagt, ich will einen Song mit Barry haben. Barry, ich kenne ja Barry, ich bin oft mit dem draußen, aber ich habe keinen Song mit ihm. Und ich würde mir halt gerne wünschen, mit dem einen Song. Weil das Problem ist halt, Skandal. Ich mit dir einen. Ja, Barry, denke ich mir, Bruder, wie kann man denn sowas kombinieren? Mhm. Ich bin da hingegangen, so, guck mal, Barry, ich bin daran interessiert, ich bin ins Studio zu dir gefahren, nach Düsseldorf, ich habe gesagt, ich will unbedingt einen Song mit dir machen, ich will aber keinen Song mit dir machen, ich will einen Hit mit dir machen. Und da war erstmal riesen Fragezeichen über unserem Kopf, so, weißt du, am Ende des Tages werden wir auch gleich zu dem Song kommen, ich will gar nicht so. Und als wir in Malaga waren, Bruder, wir hatten den Song schon fertig, Bruder, ich war so nervös bei diesem Auftritt, ich war noch nie in meinem Leben so nervös bei diesem Auftritt. Das ist ja krank. Wir haben 6 Proben bekommen. Ich habe jede Probe verkackt. Das ist das. Und Finalauftritt schaffst du. Ja, aber das war aber wie geht das? Keine Ahnung. Ich schwöre es euch, wenn ich euch sage. Ich schwöre euch, ich bin an dieses Mikrofon gegangen. Ich dachte, wir haben, Bruder, 100% verkackt. Voila. Also 100%. Weil Skandal, Bruder, wir hatten ja Zeit, 5 Stunden oder so für diese Dings. Ich lag 5 Stunden im Bett. Bruder, der war die ganze Zeit am Proben und ich war am Chillen und so. Und irgendwann habe ich mich dann mit Skandal zusammengetan, so 2-3 Stunden davor. Und danach haben wir so zusammen versucht zu proben, Bruder. Und er hat immer wieder an Kleinigkeiten hatte der immer Patzer. Bruder. Immer an derselben Stelle. Und wenn ich die Stelle dann gehabt habe, gab es aber eine andere Stelle. Und Bruder, das war so, Bruder, verhext. Bruder, wenn ich dir sage, das war nicht normal, Bruder. Ganze Zeit. Und guck mal, Bruder, gerade war ja doch dieser Auftritt von Walid und so. Ne? Bruder, du musst dir vorstellen, jeder war diese Dings am Verfolgen, so richtig, dieser Auftritt und so. Ich war Skandal war an der Ecke, Bruder, mit seinem Handy und immer noch am Üben. Und Bruder, das hat mich auch so ein bisschen so nervös. Aber warte, am Anfang, der hat mich die ganze Zeit aufgemuntert. Er sagt, Skandal, du bist der King, du schaffst das, mach dir keinen Kopf, das ist jetzt gerade nur eine Phase. Eine Stunde vor Auftritt, der so, wir sind gefickt. Der kommt zu mir, der so, Bruder, soll ich rappen? Soll ich deinen zweiten Part machen? Der so, mach. Ich gucke seinen zweiten Part an und Bruder, das ist nicht, Bruder, weil das sind ja, werdet ihr gleich sehen, das ist nicht so einfach, sich das auf Schnelle so zu merken. Normal. Und ich versuche so seinen zweiten Part einmal zu machen und ich habe auch einfach Fehler die ganze Zeit. Ich sag, Anik, Bruder, mein Schwalla, wir sind gefickt. Alles Bruder. Auf dich. Wir sind gefickt. Am Ende, die letzten 15 Minuten, ich hatte das perfekt drauf. Und die letzten 2 Minuten habe ich gesagt zu Buddy, komm, wir gehen jetzt einmal ganz schnell nur den Anfang durch. Ich schwöre bei Allah. Der kommt, das erste Wort hat der ganze Zeit, der ist falsch reingekommen, die ganze Zeit. Ich soll nach 1 reinkommen, ich komme die ganze Zeit vor 1 rein. Weißt du, mit was für einen Druck wir an diesem Mikrofon standen? Man sieht das aber auch euch, Bruder, also im Skandal, weil du warst ein bisschen, Bruder, steif. Bruder, der sagt doch, der war noch nie in seinem Leben. Das ist kein Spaß. Ne? Und dann, als du den Part geschafft hast, nach seiner Hut, auf einmal bist du am Tanzen. Also, ich schwöre euch auf alles, was mir heilig ist, und das ist kein Spaß. Ne? Ich schwöre bei Allah, ich kann mich in meinem gesamten Leben nicht daran erinnern, so nervös gewesen zu sein wie an diesem Tag. Aber ich weiß auch nicht warum, Bruder. Ja, nicht, weil am Ende, Bruder. Ich wäre auch richtig traurig, hätte dieser Song nicht geklappt. Dieser Song ist für mich eine Herzensangelegenheit, Bruder. Das hat gar nichts damit zu tun, ob der krass ist. Bruder, der ist mit Skandal, Bruder. Weißt du, was ich meine? So, und Bruder, dieser Song musste klappen, Bruder. Und dann, als wir ans Mic gegangen sind und der das gemacht hat, und ich guck den die ganze Zeit dabei an und ich denke mir, ey, Bruder, jawohl! Jawohl, Bruder, der schafft das. Ich hoffe, meine Mutter, der macht seinen Part. Danach steckt mir jetzt nur noch zweite Part. Der macht seinen zweiten Part und danach wusste ich, ich muss nur noch diesen Hook machen. Bruder. Und danach, Bruder, weißt du, wie uns gefallen. Sieht man doch am Ende. Guck, wir zeigen, können wir gleich nochmal. Bruder, ich gehe auch davon aus, warum ich so nervös war, Bruder, ist... Weil du weißt, wie krass der Song ist, Junge. Das auch, Bruder Herz. Ich mir natürlich, weil ich mir gedacht habe, Bruder, weißt du, warum ich aber auch nervös war, Bruder? Buddy hatte die Hook und die Butch, also seine Parts perfekt drauf. Ja. Ich wiederum nicht. Wenn's und wenn ich verkacke, Bruder, liegt das bei mir. Dann ist Walla, an uns beiden, Bruder. Aber ich meine, Bruder, wir brauchen das niemals. Ich weiß, Bruder. Und so hatte ich noch mehr Druck. Und was mir den meisten Druck gemacht hat, ich schwöre bei Allah, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gemacht. Ja, das ist das, Bruder. Das ist halt was. Ich habe gar keine Ahnung gehabt, Bruder, was ich da mache, Bruder. Ich habe mir selber gedacht, warum sind da so viele Luftpassagen? Ist das richtig so? Guck mal, ich mache aber auch, guck mal, hier bin ich am Atmen. Hörst du das? Ich habe auch den Trick benutzt, Adel. Ich komm im Winter, weißen Hemd und die Sonne drückt die Wolken weg. Auf der Autobahn drück und ich roll im Benz. Über den geraden Asphalt, merk dir eins, mein Name ist Skandal. Sie ruft mich an schon das 8. Mal. Ich zeig ihr kein Gesicht, weil ich Maske trank. Aber weißt du, was hier auffällt? Vielleicht hast du es auch gerade gemerkt. Am Anfang, du merkst genau, dass du den Einstieg hinbekommst. Also du versuchst halt genau konzentriert und dadurch wirkst du halt ein bisschen steif, wie er mir gesagt hat. Normal. Aber umso lockerer du gerade wirst, weil du merkst, es funktioniert, umso lockerer wurden wir auch. Also wir sehen die Jury. Am Anfang waren wir auch angespannt, Bro. Ich hatte ja nur an manchen Stellen diese Probleme. Weißt du, der ganze Song war ja kein Problem. Sondern an manchen Stellen, Bruder, weil guck mal, ich zeig euch. Und du brauchst mir nicht schreiben. Guck mal. Mir ist egal, was du sagst.
Bruder, und dann habe ich so gemacht, weil eigentlich rap ich ja so, Bruder, und du brauchst mir nicht schreiben, mir ist egal, was du sagst. Ja. So, weißt du, so hätte ich. Da sagt er ja, aber, genau. Aber du musst und ja du brauchst mir nicht schreiben. Mir ist egal, was du sagst. Ich denke mir aber nach und mal bin ich 0,1 Sekunden schneller reingegangen. Bruder, da fehlt ja nur eine, ein Fehler, Bruder, und du bist aus dem Takt. Das stimmt. Sie fuckt sich ab, weil ich im Club nicht in der Playlist bin. Ist doch klar, ich bin zu asozial für Partylieder. Sie fragt, ob ich sie abhol und ruft mich wieder an nach ein, zwei Bacardi-Gläsern. In meinem Kopf sind ganz andere Sachen. Mein Tag voller Stress und die Hand an der Waffe. Ich weiß nicht, wann ich nach Hause komm. Ich bin fast an meinem Ziel, aber ich lauf davon. Ihre Liebe war nie echt. Sie wollt von MS. Sie wollt dabei sein in meiner Prime Time. Doch ich frag mich wie. Wie soll ich raus aus dem Block, Babe? Und jetzt die Hook des Jahres! Sie will nach Malaga. Oh, mon chéri, ma vie. Komm, ich zeige die Welt um, mon chéri. Sag mir, was dich noch hält am Block. Da hab ich ein bisschen noch performt. Bruder, geisteskrank, Junge! Wallah, was hast du da für eine Hook geballert? Und jetzt der Einstieg. Der Einstieg auch richtig geil. Ihr müsst euch mal vorstellen, jetzt hier in der Folge kommt das schon geisteskrank. Es kommt behindert geil. Aber Leute, keiner von euch kann sich vorstellen, in diesem Moment, wenn ihr da oben auf dieser Veranda sitzt wie wir und die Jungs sind da unten am performen. Ihr im Schatten, Palme. Wir in der Sonne, ja? Bruder, vor dem Sonnenuntergang, aber ihr seid da so geil am performen. Da mit diesem boah, das war so ein krasser Moment. Das war unvergesslich für mein ganzes Leben. Ich schwör's dir, wow. Das war geisteskrank. Dankeschön. Sie will nach Malaga, sie weiß, dass ich da Leute kenne. Sie fühlt sich wohl, wenn sie da ist mit ihren Freundinnen. Ich bin in derselben Stadt, bleib anonym, weil ich Krieg mit den Gesetzen hab. Ich bin wach schon seit letzter Nacht. Meine Augen werden müde, wenn es spät wird. Das sind Filme, die sie gar nicht kennt. Das sind Filme meiner Gegend. Der Wind war lange nicht mehr da, weil das Leben hier zu heiß ist. Bin seit Tagen unterwegs, aber ich bleib nicht. Wir stehen wieder an demselben Punkt. Aber die Zeit nicht. Du willst mit mir lachen, doch ich kenn meinen Weg. Du bist wie mein Schatten. Wenn es dunkel wird, lässt du mich stehen. Ihre Liebe war nie echt. Sie wollte euch von der Mess. Sie wollte dabei sein in meiner Prime. Guck mal, wie fröhlich ich jetzt bin. Du bist fertig jetzt, ne? Schön. Und Bari muss die ganze Zeit lachen, weil er weiß, ja, Mann, wir haben es geschafft. Guck jetzt. Wallah, ich will wieder zurück, ja! Wallah! Sag mir, was dich noch hält. Wallah, geisteskranker Song! Quiet. Jungs, auch Respekt dafür! Geisteskranker Song, Glückwunsch! Dankeschön! Ich hoffe, der wird durchknallen, wallah! Also, Jungs, hoffentlich. Guck mal, ich sag euch ehrlich, ich hab da ja auch schon was dazu gesagt. Diese Hook war crazy, geisteskrank. Ihr habt den Vibe komplett gecatcht, direkt am Sonnenuntergang in Malaga, Bruder. Es ist richtig heiß, wir schwitzen und dann dieser Song. Perfekt. Das Problem war bei diesem Auftritt, ihr wisst es, wir haben es euch erklärt an dem Tag, die Boxen, die oben eigentlich für die Jury sind, die waren komplett aus bei allen Auftritten hier an dem Tag. Und die einzigen Boxen, über die die Jury die Songs beurteilen konnten, waren unten auf der unteren Etage, direkt vor den Künstlern und dann auch zu den Künstlern gedreht. Jani, umgekehrt zu uns. Wir mussten ihr habt alles mehr von der Stimme von uns gehört als von den Boxen. Über Schall. Ja, ihr habt ja wortwörtlich richtig auf live gehört. Ja. Und das, muss man sagen, war ein bisschen schwierig für die Entscheidung. Aber war nur aber einmal. Auch daraus lernt man, das war leider hier komplett bei allen Auftritten, bis zum allerletzten. Aber so. Am nächsten Tag nicht mehr. Am nächsten Tag halt nicht mehr, ja. So, man muss sagen, das ist auf jeden Fall ein Hit, ne? Ja. Wallah ist ein Hit und geisteskranker Song. Und ich muss sagen, live war der schon krass, aber danach, als ich den im Auto am Abend gehört habe, du hast ja meine Live-Reaktion gesehen, was habe ich gesagt? Oder ich mach den live an, weil wie gesagt, er hat mir das aber auch direkt gesagt, also, weil
ich war ja auch danach so mäßig traurig, weil wir diesen Punkt verloren haben. Dann lag ich ja in meinem Bett so voll traurig. Dann sagt der Junge, mach das, ist doch nicht schlimm. Der Song war ja trotzdem gut, so weiße Kopf hoch. Und dann sind wir im Auto eingestiegen, dann habe ich den Song so laufen lassen, als wir nach Malaga runtergefahren sind in die Innenstadt mit BZ und Shabab. Der so, ja, komm mal nach runter, das war ein krasser Song. Walla, ich hab den nicht so gehört. Ja, so. Guck mal jetzt. Guck mal, wie wir uns freuen. Ja, Walla. Jetzt, Walla Villa. Guck mal jetzt. Ja, Walla, geil. Vielen Dank für euren Auftritt. Dankeschön. Ich finde es immer wieder interessant bei Icon zu sehen, wie die Künstler sich im Verlauf des Turniers entwickeln, beziehungsweise zu sehen, ob eine Entwicklung stattfindet. Das gilt vor allem für dich, Barré. Ich muss sagen, das wow, Hammer Hook. Ich finde danke sogar einer der besten Hooks bisher gebracht hast. Sehr stark. Danke. Skandal zu dir muss ich sagen, du hast dich auch gut angepasst. Geil. Ja, krass. Ach so, danke. Barré, den Vibe, den du getroffen hast mit der Rockmusik, passt genau zu diesem Thema, zu dieser Atmosphäre. Also die Rock war wirklich, wirklich, wirklich sehr stark. Da schließe ich mich auf jeden Fall einer der stärksten Rock, die ich von dir gehört habe. Skandal, dein Part auch sehr anpassungsfähig. Ich hätte nur eine Frage, war das für dich, gab es da Problematiken, auf so ein Beat zu rappen? Weil warst du ja viele Lücken gelassen oder war das eher ein Stil mit? Ich muss zugeben, ich habe ja sowas noch nie in meinem Leben gemacht, so weibige Sachen. Und der Barré meinte zu mir, komm mal einmal hier hin. Lass mal gemeinsam was machen. Und er meint halt, bei so einem weibigen Film braucht man halt viele Lückenpassagen, damit man das auch richtig fühlen kann. Und deswegen habe ich gesagt, machen wir das. Aber klar war es für mich auf jeden Fall nicht einfach. Es war auch das erste Mal in meinem Leben. Ich habe mir gedacht, alles oder nichts. Entweder verkacke ich heute. Und du hast richtig rasiert. Dennoch, man muss echt sagen, dafür, dass du wirklich das erste Mal so eine Richtung gemacht hast, war es crazy. Walla crazy. So einer Nachmacherin erstmal auf seinen Style. Ey, was ist das? Hast du schon mal öffentlich gesagt, seit wann du Musik machst? Nein. Ja, ja, doch. Bruder, guck mal, und soll ich mal sagen? Seit Februar. Seit Februar. Und überleg mal, was der für eine Entwicklung gemacht hat. Ihr müsst euch vorstellen, Februar, er fängt an mit Musik. Und er ist mit Künstlern, die seit 10 Jahren Musik machen. Das ist mein Vorteil aber auch, Bruder. Das auch Vorteil, aber auch irgendwo musst du ja noch mehr. Ja, ich hab, also weißt du? Meine Stärke, also sag du, Bruder. Ich wollte sagen, Bruder, guck mal, das Ding ist, so einen Song zu machen im Studio, ist auch schwer, aber ist, ist keine Kunst. Ist keine Kunst, Bruder, weil da hast du, kannst du tausendmal aufnehmen und tausendmal dies machen, das ist kein Problem, weißt du? Aber Bruder, kriegt man so einen Song hin live, Bruder, mit so vielen Lücken, mit dem Vibe, dass alles passt und so, Bruder, das ist nicht so einfach. Die Leute unterschätzen das, Bruder, die Leute unterschätzen das, wenn dieses Mikrofon vor dir ist, dieser ganze Druck, der auf dir ist, Bruder, und dann noch so ein schwieriger Song, das unterschätzen die Leute, Bruder. Bruder, die Leute unterschätzen einfach, ganz abgesehen jetzt so, die unterschätzen einfach Icon. Ja, Walla. Das ist ja nicht, dass ich meine Songs abspielen kann, Bruder. Genau deswegen, weil du das gerade, ja, das, was du gerade gesagt hast, deswegen seid ihr auch bei Icon und deswegen sagen wir auch, ihr seid die besten Newcomer in Deutschland. Weißt du, was geil ist, so eine Challenge einfach setzen. Normal, Bruder. So. Und das Geile ist, ja, ne, Bruder, wenn du hier fertig mit Icon bist, ne, können ja deine Songs durch wegen Icon nur noch krasser werden. Ja, ja, normal. Ja. Weil du hast einfach nur One-Take-Sachen gemacht, Bruder. Ja. Natürlich, wenn du, weil wir brauchen uns nichts vormachen, denselben Song, Studio-Version, du holst alles raus. Ja, was Walla, die habt schon alles beendet Karriere. Aber wisst ihr, was ihr für einen Vorteil habt, was andere nicht haben werden? Wenn ihr irgendwann einen Live-Auftritt habt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Wir machen diesen Song, ich sag so, wir sitzen so, ich, der und Bayer sitzen im Studio. Ich sag so, Skandal, ey Bruder, der Song, der muss ein bisschen Mainstream sein, weil wir wollten ja einen Hit machen, so mäßig Mainstream sein, so dass sich das jeder anhören kann, ob es Frauen ist, kleine Kinder, egal wer. Ne? Mein Bruder, das heißt für dich, du musst ein bisschen, weil bei seiner Lyrik, du weißt ja, wie das ist, den ich mach, das asozial, diese asozial, weißt du, was ich meine? Geschichte. Danach, Bruder, der sagt, der Skandal sagt, okay, tamam, Bruder, wir machen. Meine Topline stand schon, Bruder, wir mussten später nur auf meine Hook schreiben. Wir haben angefangen, Skandal hat angefangen, Bruder, wie heißt das, Paar zu schreiben, Bruder, ne? Auf einmal, der sagt, wir werfen so Wörter zusammen und ich guck, der Skandal sagt so zu mir. Sagt, Bruder, wie wär's denn, wenn ich so reinkomme? Und ich sag dir, das war doch schon so, ich hab doch schon so aufgenommen. Ja, und ja, genau. Gedacht, was macht der da? Ich guck den an, der geht ans Mikrofon, der sagt irgendwas mit, sie zeigt mir ihre Walla, Bruder, ich komm rein, ich werde mein erster Part. Ich sag zu dem Bruder, nein! Und danach Bayer so, komm mal her, setz dich mal hin, wir müssen hier. Dann hat der Bayer uns auch nochmal geholfen, ja, Bruder. Ja. Weil Walla hätte uns nicht geholfen, weißt du, wie dieser Song geworden ist? Ey, Bruder. Tochter, du hast Schluss gemacht, Walla. Deine ganze Familie. Ich hab mich behindert gelassen, Bruder. Das wäre einfach Diss geworden. Walla. Geil. Ich muss sagen, der Song an sich war maximal krass. Ihr habt es beide sehr gut gemeistert. Ja. Und ich bin gespannt, ob die nächste Gruppe überhaupt mit diesem Song mithalten kann. Danke für euren Auftritt. Ich liebe dich. Ich dich auch. Oh, wie süß. Okay, schau mal, welche Gruppe möchtest du jetzt antreten lassen gegen deinen Gegner? Ich schicke Biggie, Vito
und Hasuna. Bester Wallah. Auch sehr starke Gruppe, Wallah. Wie war bei euch die Gruppenarbeit im Team? Bro, wir kennen uns schon lange, deswegen die Gruppenarbeit lief reibungslos. Und halte Team Famela, würde ich sagen. Kann man so sagen, ja. 3 von 5, ja. Ja, ja, 3 von 5. Seid ihr ready? Mhm. Ready, Bruder. Mach. Der Beat ist auch sehr geil. Und der Biggie ist auch einfach krass, Bruder. Ganz kurz. Mhm. Bruder, der Biggie ist für mich einer, Bruder, ne? Mhm. Bruder, ich habe noch nie, glaube ich, von dem gesehen, dass er eine Hook macht, die schlecht ist. Jede Hook von dem hat Hitpotenzial, Bruder. Ja, das ist, Bruder, einfach pures Talent. Ich sag auch immer wieder, es ist ein Cheat, mit Biggie einen Song zu machen. Ja, Bruder, normal, das ist Bruder. Voll unfair, Bruder. Ja. Auch wenn du mit dem im Studio bist oder so und der mumbelt, Bruder, du kommst nicht klar, ja, du denkst einfach, der wird Franzose. Ja, Wallah, ja. Der Biggie ist krass, Bruder. Ich bin auch. Sorry, Bruder, ich meine, ich feiere den auch, Wallah, Todes, Bruder. Er ist auch so ein perfekter Icon-Künstler, auch ein guter Live-Performer, weißt du? Der ist krass, Bruder. So, Charla bekommt er auch durch die Icon 5 endlich mal seinen Hack, Bruder. Ja, Wallah, ja. Wallah, ich würde mich sehr freuen. Sie ist meine Do-Do-Do-Do. Sie bleibt meine Do-Do-Do-Do. Für was brauchst du Sex? Sie ist loco, denn sie weiß, was sie will. Sie will ein Bandit, ja, sie will mein Coco. Wallah, Bruder! Ich glaube, da hast du sogar noch zu dem gesagt, oder du, einer von euch, du langsam reicht, Bruder. Ja. Overacting. Overacting, ja. Sie bleibt meine Toto, meine Toto. Der ist cool, Asuna. Frisch aus der Wüste, braun gebrannt, by the way. Kann nicht schlafen, Hayati, weil du mir fehlst. Ständig unterwegs, volles Portemonnaie. Sitze hinten im Maybach, ich mach's mir bequem. Armes kaufe ich dir nie wieder. Zwischen uns ist Krieg, ja, Habiba. Ja, du wolltest nie einen Dealer. Heute schreibe ich jetzt in den Beamer. Dalle, dann dalle. Wenn ich komm, rennst du weg wie alle. Dalle, dann dalle. Noch ein Spruch und du siehst, wie ich knalle. Oganova, was für Razzia. Meine Frau ist noch schlimmer als die Mafia. Jedes Mal, wenn die Sonne wieder untergeht, flüstert sie in mein Ohr, du bist bad away. Ah, ja, Madame lebt in mein Ghetto. In mein Ghetto. Doch du. Er trifft jeden Ton, ne? Der ist krass. Aber krass. Kann man jeden Ton treffen, Bruder? Das ist geisteskrank. Der Ton trifft Biggie, hab ich. Oder der hat Musik denn in seinem Ader. Sie weiß, was sie will ein Bandit, ja, sie will mein Coco. Wallah, Junge. Oh, Loco. Sie bleibt meine Toto, Toto, Toto. Ei, war der Sandro sich am Leben. Sie bleibt meine Toto, meine Toto. Vito! Ich bin gefangen in den Nightlife. Sie will ne Kippe nach der Session und ein Weißwein. Sie war schon da vor meiner Primetime. Doch Shorty macht sich so viel Kopf, weil sie nicht weiß, ob sie bald immer noch ein Teil bleibt. Vermisst die Schmetterlinge in meinem Bauch, glaube Haffelend. Bruder, sorry, dass du. Ey, Bruder, der Vito hat eine so mächtige Stimme. Cool. Ich bin richtig ein Fan von seiner Stimme, Bruder. Wallah. Diese graue, Bruder. Bass kommt sowas richtig so. Ja, Bass, wie du sagst, eine Bassstimme, Bruder. Aber wenn er normal mit dir redet, immer so. Nein, der hat eine richtig angenehme Stimme, wenn er. Aber ich finde, wenn der Rap, Bruder, auch so zum Beispiel. Wer war schon mit denen im Studio so? Du, Bruder, wenn er da reinwebt, Bruder, denkst du, was kommt da für ein Punkt, wenn er das so stimmt, Du Lieben, setz dich keine von den Trau. Versprochen halten zueinander, bis die Haare grau sind. Heute frag mich, ob du's auch willst. Ich bin tagelang schon wach und du fragst, was ich heute Abend so mach. Du kriegst keine Antwort, suchst nach mehr Standort. Mabe, du schreibst, du findest keinen Schlaf. Komm bitte zurück, du nimmst mir die Angst. Das kommt mir bekannt vor, frag, wo wir ankommen. Ja, mal ganz kurze Sache, ne? Zum Beispiel zu Vito, Bruder, ne? Ich schwöre es dir, ihr wisst ja, Vito ist ja eigentlich der Rapper, Rapper, ne? Und Bruder, ich schwöre es dir, ich schwöre, da muss man den Jungen auch seinen Respekt geben, Bruder, dafür, dass er sich so viele Sachen auch getraut hat. 100% ehrlich geöffnet, Bruder. Weißt du, Bruder, und dadurch, Bruder, entwickelst du dich auch weiter, Bruder. Weißt du, was ich meine? Es ist jetzt nicht, man merkt halt, Bruder, bei Vito zum Beispiel, bei diesen Dings, man merkt, dass das nicht das ist, was er immer macht, aber das ist trotzdem krass so. Weißt du, was ich meine? Ja. Man merkt aber zum Beispiel, wenn er rappt, du merkst den Unterschied, wie wenn er rappt und Melodien singt, so, merkst du. Aber Bruder,
Ich feiere das. Vitus, ein Baba-Künstler. Ich war mit dem auch im Studio. Ich habe auch mit dem Songs gemacht, Bruder. Wenn der Junge im Studio ist, Bruder, für ihn ist das halt schwer, weil das auch live ist, Bruder. Aber zum Beispiel im Studio, wenn der Melodien macht, Bruder, krass. Baba. Ja, Baba. Ich finde auch, bei Icon, die Künstler, die entwickeln sich so geisteskrank. Ja, ja. Guck mal, ein Skandal. Er hat angefangen mit Rap. Ne? Und du wurdest ja immer vom Song zu Song besser. Auf einmal machst du jetzt sowas. Ja, weißt du? Und so ist das ja auch bei einem Vito. Also jeder nimmt von irgendjemandem was Vito mit. Das ist stark. Das Beste. In mein Ghetto, doch du. Der Joke ist so krass, ne? Ist krass. Bist mein Licht im Brennpunkt. In mein Brennpunkt. Sie ist loco. Denn sie weiß, was sie will. Sie will ein Bandit. Ja, sie will mein Coco. Walala, King. Oh, loco. Ey, war der Vito am Tanzen, mein ja, Walla, ja! Meine Toto. Ey, Bruder, wisst ihr, wie lustig das ist? Du siehst von da oben die ganze Zeit jemanden, der haut so einen Monster-Hook raus. Oder hast du, oder boxt dich einfach mit Kameramann, Bruder. Das war so ein Lachkick, Bruder. Ey, wow, Jungs, ihr habt den Vibe zu 100% gecatcht. Ihr wart sogar so gut, dass ihr ein Vito vor laufender Kamera zum Tanzen. Der ist so süß, Bruder. Wallah, Bilder, der ist so Vito, süß. Vito, du kannst tanzen, Junge. Soll ich zurückfliegen? War der super, so ey. Der Auftritt war richtig gut. Jeder einzelne von euch. Danke für diesen Auftritt. Dankeschön, Leute. Biggie, ich muss sagen, deine Stimme in der Hook, unglaublich geil. Mhm. Sehr, sehr stark. Bleibt auch im Ohr. Hat auf jeden Fall auch ein Potenzial. Geile Beat-Auswahl, muss man sagen, ja, Jungs. Hat sehr gut gefallen. Asuna, deine Performance wieder sehr energiereich. An manchen Stellen bei diesem Song ein bisschen zu viel Energie, muss man sagen. Aber du hast irgendwann auch gefangen, du hast es, glaube ich, gemerkt. Vito, bei dir wünsche ich mir, dass du dich noch mehr öffnest. Ja, es kommt langsam, ich merke das, aber mehr davon auf jeden Fall. Komm aus dir raus. Danke, Leute. Vor allem, was Gesang angeht, Vito, da kannst du dich noch ein bisschen mehr gehen lassen. Ich finde, da hältst du dich noch ein bisschen zurück. Asuna, bei dir fand ich Dale, diese Wörter sehr schön, die passen genau zu dieser Art von Beat. Dankeschön. Vielen Dank. Auch jetzt werden wir euch nach dem. Weißt du, was der Vito mir gibt, Bruder, für Vibes? Hm. Der gibt mir richtig, das habe ich auch schon, Bruder, mit Bayo besprochen. Ich habe dem Bayo das gesagt, ich habe dem Vito auch gesagt. Ich habe Bayo gesagt, Bruder, der Vito gibt mir Vibes, wie als ob der so vom Charakter her wie du wärst. Bayo ist ja für mich auch so ein richtig herzlicher Mensch, Bruder. Ja, der ist so einer, er würde zum Beispiel. Er würde zum Beispiel einen Skandal bevorzugen und sich mit nach hinten anstellen. Ja, und das gleiche gibt der Vito mir auch, Bruder. Diese richtig herzliche, Bruder. Bruder, ich küsse dein Herz. Ich habe eine Story gemacht im Zug, dass ich nach Berlin fahre. Bruder, Vito ruft mich an. Der sagt, Bruder, wann bist du hat da? Gestern ich gemacht, er war mitten auf der Arbeit, verstehst Bruder. Du, was der hat seine Schicht liegen lassen, hat mich abgeholt, abgesetzt, ist wieder arbeiten gegangen. Der ist so, Bruder, ein herzlicher Junge, Bruder. Richtig korrekt, meine Mutter. Eurer zweiten Gruppen das Zwischenergebnis mitteilen. Die Jury hat sich entschieden, den nächsten Punkt an die Gruppe zu vergeben von Shabab. Ayyublan! Ayyublan! Ob es eng. Damit haben wir ein 2-0. Allerdings habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, einen Punkt zu holen, Bayo. Shabab, da ihr jetzt auch den zweiten Punkt geholt habt. Weißt du, was da jetzt gerade in Ecke um Ecke abging? Bayo und ich? Ah, ja. Boah, wir sind durch. Wie, die haben den Punkt Walla, nicht hier. Ich bin reingegangen, Walla, ich wollte gar nichts mehr sehen. Ich so, like, hey, Walla, Bruder, ja. Wird die Gruppe von Bayor als nächstes auftreten und dann eure letzte Gruppe. Danke euch. Perfekt, sehr gut. Hatte mein Bruder. Viel Erfolg. Bensko, Bayor, Yassin, wie kamt ihr miteinander zu euch? Super. Walla, Yassin, so ein Hübschling, ne? Ja, Mann. Bensko, für dich auch wieder schwer mit Krücken, aber ich hoffe trotzdem. Ach, Bruder, Stimme ist trotzdem da. Hält dich ja. Tim Bensko hält nichts auf. Ja, joa, Bensko! Ich bin noch geschwommen hier, ja, Bruder, so. Deswegen ja, würde ich sagen, let's go. Bensko, yes, bye. QS. Kreuzbandriss, so hätte Bensko. Ach so, vor dem Auftritt, ne? Ich weiß noch genau. Ich weiß jetzt gerade nicht, war das drin? Wir hatten gefragt, wer hat die Richtung vorgegeben und Bayo hat ohne zu zögern direkt gesagt, Yassin. Walla, krass. Finde ich korrekt, dass er die Props gibt und nicht sagt, ja, wir alle oder wir haben was zusammen gefunden. Er hat direkt gesagt, Yassin. Walla, korrekt. Walla, Ehrenmann, ich war auf alles. Baby, sag, soll nicht sein, du rufst mich an bei jedem kleinen Streit. Bin immer da für dich, bei Nacht siehst du das nicht.
Let me see some, hol dich in ein Coupe oder im Jeepart. Glocki ist am Tüttern, guck der Pussy bei die Schiefer. Er kann einfach alles. Ja, Walla. Der ist ein Allrounder, Bruder. Der ist ein Künstler, Bruder. Du weißt, ich bin draußen oft bei Moonlight. Wenn du so schockiert, ne? Du lebst, alles mag du. Ich glaube, alle waren schockiert. Ja, Walla, ne? Wir auch, wir als Künstler waren auch. Wir haben ja auch noch nie sowas gehört. Ja, Walla. Ist das ein Fluch, benebelt vom Saruch, yeah. Große Worte, doch sie wagen's nicht. Wild vom Vorn sagt, was die Strafe ist. So eine krasse Stimme auch, Bruder. Wenn der schreit. Viel zu lang such ich das Tageslicht. Mann, viel zu lang. Bella, Bella, von vorn an. Bella, Bella, von vorn an. Bella, Bella. Auch so ein geiler White, Bruder. Bella, Bella, ich halt mein Wort und ich fliege hoch. Ja, ich flieg zum mal schlafen, wenn du weinst, weil ich weit weg bin. Raus aus meiner Hut, aber die Hut in mir, sie steckt drin. Dunkle Tage voller Action, doch ich lass die Scheiße hinter mir, so wie ein Backprint. El Capitano, Walla, Nummer 10. Bin ich da mit dir. Yeah, yeah, yeah. Wenn die Sonne wach wird, bin der ist jetzt gerade vom Bento. Yeah, yeah. Schenk ich mein Leben, Baby, du bist mein Hayate. Ich schalte in den sechsten Gang, wir beide spüren den Fahrtwind. Die Glut in meinem Atem, meine Zuflucht unterm Wahnsinn. Doch du bist sicher, wenn ich da bin. Wir sind frei, Brüder kommen frisch aus der Zelle. Haben nur Gift in den Händen, es hat ein bitteres Ende. Nur wir zwei. Auch eine One-Take-Maschine, der ist. Doch es hat nie funktioniert. Oh, mit der Ansicht, Anni. Worte, doch sie wagen's nicht. Geistkrank. Aber Jessen hat Erfahrung von Eike 4, Bruder. Geistkrank. Viel zu lang such ich das Tageslicht. Bella, Bella, fang von vorn an. Bella, Bella, weil wir verloren haben. Bella, Bella, ich halt mein Wort und ich fliege hoch. Ja, ich flieg zum Mond. Bella, Bella, fang von vorn an. Bella, Bella, weil wir verloren haben. Bella, Bella, ich halt mein Wort und ich fliege hoch. Ja, ich flieg zum Mond. Bella, Bella, ey, 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 ey. Bella, Bella, ey, wissen wir, hätte ich gerade, wenn das alles rauskommt. Stark, Alter. Geisteskranker Song. Respekt, Jungs. Walla. Sehr stark. Bensko! Bensko, für dich auch eine ganz neue Schiene, die du gefahren bist. Hast dich sehr gut angepasst, muss ich sagen. Was Melodien angeht, hätte ich nicht mit gerechnet. Dankeschön. Ja. wer hat Stil vorgegeben? Boah. Also ich sag euch so, wir haben das diesmal, wir haben wirklich lange auf Beats gesucht. Wir haben versucht, dass wir ein Beat finden, wo wirklich alle drauf kommen. Aber die Grundidee kam von Yassin. Adam, ich wollte eigentlich mal was Neues ausprobieren, so, weil ich glaube, eigentlich hat man lieber Eike nur harte Sachen von mir gehört. Und der Bayo weiß auch, dass ich auch eigentlich einen anderen Sound mache. Der macht ja auch einen anderen Sound. Und Yassin, das hat sich einfach ergänzt dann so, ne? Und ich schwöre, Bensko wird damit sehr viele überraschen und auch überzeugen, dass er auch was anderes kann. Sehr 100%. Schlauer Move, dass da. So 100%. Zu machen. Ich muss sagen, es war auf jeden Fall eine gute Gruppenleistung. Und was ist los? Die Hooks sind krank, Bruder. Erster Tag, ne? Sehr starke Hooks. Und wir sind noch 10 Tage da. Dankeschön. Alles nur passiert, weil wir alle Hunger hatten. Walla, Schatzi. Kein Wasser. Ich kann mich dem Sound anschließen. Ich fand auf jeden Fall auch eure Performance sehr, sehr gut. Obwohl der Bensko auf Krücken ist, habt ihr das wirklich sehr, sehr gut gemeistert. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, euch zuzuschauen. Danke für den Auftritt. Stark, Jungs. Alle drei super. Sehr stark, Jungs. Auf dich würden wir jetzt bitten, deine letzte Gruppe bzw. die letzten Künstler aus deiner Gruppe nach vorne zu rufen für die Performance. Ich und Azu. Dream Team von Icon. Bruder, das Ding ist die zwei auf einen Song. Ihr wisst ja schon, ne? Ja, die Fans wissen auch schon. Kannst du eigentlich jetzt ausmachen? Ja, Walla, du weißt schon, dass das ein Warte nur auf Spotify. Guck mal auch, wie die aussehen, Bruder. Ja. Richtige Rockstars. Walla. Oh, ich seh schon TikTok. Wenn es gibt die Adler, die ist in Schweizer Kamara, die ist. Guck! Guck mal,
Der Beat ist ja angegangen, der ist ja krass, ne? Guck einfach nur gleich, wie mein Bruder und ich versuchen, auf den Beat klarzukommen. Wir haben das nicht, wir dachten, das ist ein Scherz, Bruder. Guck einfach jetzt. Anik! Nur die Blick in mein iPhone Tisch. In meiner City herrscht Schweigepflicht. Bin ich Tag und Nacht, aber wird es zu heiß im Binks, dann bleib ich nicht. Wir nach weg, nur egal welche Uhrzeit dabei sind. Mit dem Extendo Clips in 30 Stück. Es dauert nicht lang, bis ich eine trifft. Deine Mom weint um dich. Mentalität, wir sind dangerous. Mach jede Nacht zum Tag. Schreie aus meine Seele, diese Werte. Herbisch diese Seelen, die Werte. Blut an den Händen, Blut an den Wänden. Keiner weiß außer Gott, wann es kommt, dieses Ende. Ich habe mi amor verloren für L'Argent. Ich hab auch seine Herzen, der ich sag mal wie Pater. Wenn das Gift durch die Ader fließt, bin ich weit weg vom Paradies. Magen sitzt tief, weil ich nicht mehr da bin für sie. Sag, wer war da? Wer? Yeah. Wer war für mich da in der Zeit? Keiner fragt mich mehr. Mittlerweile tut es mir leid. Sag, wer war da? Wer? Mit jedem Schritt, den ich gehe, komme ich meinem Grab näher. Yeah. Näher. Ja, 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 ja. Ich habe mir boah, Junge. Mein Herz ist tief gefroren. Ich sag mal wie pardon. Wenn das Gift durch die Ader fließt, bin ich weit weg vom Paradies. Wenn du die zwei Spieler als Fußballer jetzt nennen müsstest, welche zwei Fußballer wären das jetzt? Messi und Ronaldo. Ach, was redest du, Bruder? Cousin, das ist noch da drüber, Bruder. Das ist dieses, das ist Tsubasa von Superkickers, diese ganz andere Level, Bruder. Das ist diese, kennst du bei FIFA, diese Mannschaft, die eigentlich unfair sind? Ja, ja, diese, ja, ja, die, also wo dieser Hadji und so spielen. R9 und Zidane. Also guck mal, als ich da saß, vor allem gegen, als die Hook dann kam, als sie sich immer abgewechselt haben, ich war so beeindruckt von der Dynamik von den beiden, ne? Der eine, also wie die sich auch abwechseln und aufeinander angepasst haben von der Schnelligkeit und so weiter, das ist crazy, Bruder. Und die Hook ist direkt, hat mich das gepackt. Das, was sie auch... Hatte direkt Ohrwurm. Richtig, und das, was sie auch sehr schlau machen, und das ist mir bei einem Azur aufgefallen, dass er das immer mit seinem Partner macht, der macht den ersten Vierer auf Gesang, der andere macht den nächsten Vierer auf Rap und danach macht Azur den nächsten auf Rap. Team, also, ja, ja. Super. Der Hass in dem Magen sitzt tief, weil ich nicht mehr da bin für sie. Achla Shabab! Ewa! Brakabas! Brakabas! Geil! Jawohl! Walla, ich kann darauf nicht klar, ne? Walla, Schatz, sehr stark! Nächster Hit, Junge! Auch ihr seid meine Brüder. Künstler in diesem Turnier, die sich wirklich... Boah, ist das für ein Handschlag gewesen! Shabab hat schon so mehr so... Bitte macht so weiter! Ich weiß nicht, was ich sagen soll, also danke, dass ich bei diesem Auftritt dabei sein durfte! Also danke schön, dass auch ich dabei sein durfte und ich bin mega stolz auf euch, dass ihr jedes Mal konstant eine gute Leistung, wenn nicht sogar besser abliefert. Ihr besser, Mann. Das ist unglaublich, also stark auf den Jungs. Also nur Respekt. Danke. Und niemals vergessen, dass Wilef, keine Ahnung. Ey, wow, ich habe schon gedacht, der Satz hat gefehlt in dieser Episode. Liebe Zuschauer, was ihr nicht mitbekommen habt, ist, dass sich gerade hinter den Kulissen einige technische Probleme angestaut haben. Aufgrund dessen können wir den Choke von Kennern nicht werten. Es ist nicht Kennerns Schuld, dass er hier gechoked hat in dieser Situation. Das war unsere Schuld, das war von der technischen Seite. Deswegen würde ich euch, die Jury, nochmal bitten, das Highlight von Kennern, was er direkt danach aufgenommen hat, ohne den Choke, zu bewerten und dementsprechend die Punkte zu verteilen. Korrekt. Seid ihr damit einverstanden? Ja. Das ist jetzt ohne Choke, die Version. Ja, das ist ja so. Ja. Korrekt, Walla. War ja wirklich nicht seine Schuld, Bruder. War auch nicht. Ja, ja. Jetzt kommt endlich Infinite, Alter. Ja, Alter. Walla, ich hab den nicht einmal gehört, Bruder. Okay. Dreckige Tage, ja, lass mich die erzählen, Bro. Leg es auf die Waage, keine Frage, es wird ehrenlos. Doch mittlerweile halte ich auch mal meine Füße still, weil ich jetzt eine Türe find, dass keine weitere Träne tropft. Ich bleib ein Breckerboy und hab die Taschen voll. Ich tu, was ich will und niemals das, was ich hier machen soll. Weil sie mich fassen wollen, jumpe ich vom Balkon und laufe mein TN schneller als Läufer beim Marathon. BB sagt, du weißt, dass ich der Täter war, bin immer ohne Wert, deswegen treffen wir uns in der Nacht, sind immer unter Stress, weil unser Flex macht, dass dein Kiefer knackt, hab Steine auf meinem Weg, ich drück sie weg und mach Familienschnapp.
Ich höre Stimmen in meinen Kopf. Ja, der Duft der Straße verlockt. Mama, verzeih. Sag, wann hört es auf? Ich höre Stimmen in meinen Kopf. Ja, der Duft der Straße verlockt. Mama, verzeih. Oma Jolie. Bruder. Bin schon wieder die Nacht wach. Die Monate schrappt ab. Bruder, ich will das Kennern auf meiner Hochzeit singen, Bruder. Wallah. Der ist so ein richtiger Hochzeitssänger, Bruder. Ja, Bruder, was viele halt auch nicht wissen, Bruder, dass Kennern das schon in seiner Gene bekommen hat, ne? Seine Eltern waren ja auch schon Sänger, Bruder, und so, weißt du? Ja, Wallah. Weißt du? Man merkt das auch raus, Bruder. Der lacht beim Singen, wo gibt's sowas? Ja, ja. Ich finde dich nur am Hassen, weil das Geld immer knapp war. Pardon, langsam werd ich müde. Hey, kann kein Liebe mehr spüren. Ey! Augenringe, müde Blicke, hab seit Tagen nicht gepennt. Gott verzeih, das ist der Preis für jeden Wagen, den ich lenk. Bin ein Deutscher unter Kennex, hab die Fahne nie geschwenkt. Doch kommst drauf an, dann bin ich dran, da kannst du fragen, wen du kennst. Kommt drauf an, wen du, ne, Bruder, weißt du, wie gerne ich den Bruder jetzt einfach umarmen würde? Walla Billa, ja. Infinite, ich liebe dich, mein Walla Bruder. Walla Billa. Nein, ich liebe dich, Bruder. Wenn einer sitzt. Du musst an für die Betäubung, weil dir die Nase fehlt wie Swings. Tunnelblick in dem RS, ich bin am Rasen, blick nach links. Ich träum von schöner Melodie, doch ich just Satan, wie er singt. Boah, ist der krass, der Typ. Voila. Ich höre Stimmen in meinem Kopf. Oh, sag, wann hört es auf? Die Emre da am Chillen ist. Das war ja Highlight, ne? Und ich hab ja zweimal schon gehört. Oma Jolie. Bin schon wieder die Nacht wach. Wie Mula, du schrappt ab. Schön dich nur am Hassen, weil das Geld immer knapp war. Pardon, krass. Langsam werd ich müde. Hey, kann keine Liebe mehr spüren. Sag mir bitte wann. Respekt. Wann? Sag nur wann. Respekt. Die waren auch in unserem Team, Leute. Team Bayer. Wie der Colin bereits erklärt hat, haben wir als Jury bzw. als komplettes Team beschlossen, aufgrund des technischen Fehlers euren Show nicht zu werten und eure Highlight-Runde zu bewerten. Somit haben wir uns als Jury dazu entschieden, den ersten Punkt, den wir verteilt haben, zu revidieren und an euch zu schenken. War nicht Künstlerschuld, Bruder. Gehört dazu, Bruder. Das hat euch demotiviert letztendlich alle, auch die, die danach kamen, Bruder. Deswegen dachten wir uns, wir müssen den Fehler gut machen. Wir schenken den Punkt somit 1-1 und gleich kommt der entscheidende Punkt. Somit haben wir jetzt gerade einen Zwischenstand von 1-1. Okay, Strom. Als nächstes würde ich bitten, alle Ja, krass. Was heißt das jetzt? Wollen der Keller, der hat nichts verstanden. Wie ihr erfahren habt, ist der aktuelle Zwischenstand 1-1. Das heißt, der nächste Punkt, der vergeben wird, ist darüber entscheidend, welche Gruppe hier als Gewinner und welche Gruppe aus dieser Challenge als Verlierer rausgehen wird. Es war nicht einfach. Ihr habt uns heute wirklich sehr, sehr krasse Songs geliefert. Mhm. Dafür erstmal danke an euch alle. Großen Respekt für die Leistung. Die Jury hat sich entschieden und hat alle Punkte zusammenfließen lassen. Und wir kamen zu dem Ergebnis, dass wir uns entschieden haben für die Gruppe von Shabab. Ayıp lan! Ayıp lan! Ama bak guckst du mal mich an! Valla diese Musik, Junge! Immer so. Valla wie lange haben wir uns am Abend? Valla wie süß aber! Ich liebe dich! Schöner Moment! Gruppe von Shabab, ihr seid die Gewinner der heutigen Challenge. So Trump, und wir würden euch bitten, Troja. Kennst du Troja, den Film, den sie hintergrund haben? Und vorerst nicht mehr wieder rauszukommen. Haben die uns gezinkt, Mann. Dann standen wir da. Da standen wir da. Wieder, Buddy. Guck mal, Leute. Ich will mal was sagen, Leute, ganz kurz. Setzt euch bitte jetzt alle aufrecht hin. Für die Leute, die auch die Reaction gucken, weil ich werde gleich was sagen. Merkt euch einfach nur eine Sache. Das ist wie in so einem Film. Immer wenn diese Musik kommt, ist es nichts ist Gutes. Bayo, wir als Jury haben heute natürlich, das habt ihr wahrscheinlich gemerkt, auch natürlich beobachtet, wie ihr zusammengearbeitet habt und auch du als Teamkapitän
Und wir müssen wirklich sagen, du als Teamkapitän hast wirklich großen Respekt von uns verdient. Capitano! Der beste Kapitän der Welt. Allah, mein Schatz, Bayer. Da wussten wir noch nicht, was jetzt passiert. Sonst hätten wir diese alles gar nicht gemacht. Lass bitte weiterlaufen, bitte. Ja, ich will was sagen, sei schlecht. Wirklich gut gemacht, das war wirklich schön zu sehen, wie du dich für die Künstler wirklich einsetzt, falls Probleme sind oder wo auch immer. Du warst wirklich da für die Leute. Aber dennoch seid ihr leider die Verlierergruppe vom heutigen Abend. Darf ich kurz was sagen? Guck mal jetzt, was der sagt. Wir haben an sich sehr gut zusammengearbeitet und die Harmonie in meiner Truppe hat auch gepasst und gestimmt. Ich danke euch, auch allen nochmal Jungs. Ihr habt abgerissen. Da hätte vieles besser laufen können, aber so ist das Leben manchmal. Und ich sage euch ehrlich, meine Gruppe und ich, wir sind alle daran schuld, aber ich werde dafür rauskommen. Boah, krass. Bruder, ich kriege einfach wieder gern so, als wenn das erste Mal wäre. Es wäre meine Aufgabe, ich hätte das machen sollen, ich werde mich dafür opfern. Guck mal, mein Blick jetzt. Wallah, wir waren so unglücklich damit. Wallah. Bruder, weil wir wussten, wir können jetzt einen Bayo verlieren, Bruder. Es kann passieren, aber es ist seine Entscheidung so. Kannst nichts gegen machen. Einfach Pep Guardiola wollte gehen. Lass mal laufen, bitte. Lass mal laufen. Das heißt, du möchtest dich opfern für deine Gruppe, damit die niemanden rauswählen müssen? Richtig. Bist du dir sicher? 100%. Crazy. In diesem Moment dachte ich mir, Anik. Geh mal zurück, mein Bruder. Dann kommt auch noch Kenan, weißt du, was der Moment, das ist? Ich hab gesagt, Icon 4, ich hab komplett reingeschissen, Icon 5. So, ne? Nicht böse gemeint, Jungs. Ich hab grad Gänsehaut. Also, du bist bereit, dich freiwillig für deine Teamkameraden zu opfern gerade? Ja, 100%. Einfach Kenan. Nein. Ist nicht unnötig. Ist nicht unnötig, Bruder, nein. Ich will diese Filme nicht spielen. Kenan, aber episch. Ich möchte dir kurz sagen, wenn du jetzt diese Entscheidung triffst, du kannst sie nicht mehr rückgängig machen. Bist du dir deiner Entscheidung 100%ig sicher? 1000%. Das Ding ist, ich glaube das halt nicht. Weißt du warum? Genau vor ein Jahr war es auch der Bruder. Punkt. Ich schwöre, genau gleiche Lass Moment. Lass mal laufen. Tag 3, Challenge, Freestyle. Du bist der schlechteste Kapitän, wegen dir muss deine Gruppe untergehen. Denn hier gibt's kein Autotune-Spuren, wo du deine Kackstimme drunter legst. Adi! Der Erfolg, er war von Majo und er war nie deiner. Du bist höchstens eine Katze. Mach mich auf der Meat-Tiger. Aiwa! Aber ich finde nochmal, das ist... Die Eskalation, Alter. Ach, jetzt wissen Scheiße. Sie, Leute. Nächste Woche geht's richtig was ab, Leute. Was ist für eine Acho Charmota-Episode? Also, Leute, nächste Folge wird's knallen, ne? Play. Richtig knallen. Wie ein Boxer. Alter, chill doch mal, Bruder, ja? Alter, das bringt gar nichts. Bleib mal noch. Boah, Junge! Boah, was ist das? Das ist Icon, Junge! Ich muss schnell die Zeit... Das ist Icon, Junge! Ich will die Zeit schnell zurück. Ich muss schnell... Wir haben nächste Woche Sonntag. Hallo, mein Name ist Kanal. Wir sind in der nächsten Episode. Salam alaikum. Ich bin in der nächsten Episode. Ich bin direkt... Ich hab nichts Episode. Ich will gucken. Sag mal, hey, nein, natürlich hab ich nicht. Wallah, wie krass die Folge war, ja, wow. Ja, komm, mach mal schnell dieses Intro, Bruder. Wow, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren. Boah, Leute, Alter, wir sind... Hört unser Song Malaga. Ey, Jungs, push den Song Malaga. Ey, warte mal, realisiert ihr gerade, welche Phase gerade anfängt? Die Phase, auf die wir schon seit ein paar Monaten warten, Wallah, die beginnt endlich. Wallah, Alhamdulillah, Wallah, endlich ist es Arbeit. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren, Freunde. Wenn es euch hier gefallen hat, lasst dein Like da, lasst dein Abo da. Ich liebe euch, Leute. Push den Song Malaga.